Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von der Symphony of the Seas. Das größte Kreuzfahrtschiff nun der Welt von Royal Caribbean International hat mittlerweile abgelöst die Harmony of the Seas. Ist ein kleinen Tick größer, kleinen Tick aber wirklich nur. Ja, und es ist dieses Mal so diese Kategorie ganz besonders spontaner Rundgang. Denn ich hatte bislang überhaupt noch gar nicht Möglichkeiten, mich hier näher umzugucken, denn ich bin nur ganz kurz an Bord, nämlich nicht mal 48 Stunden. Und wenn ich jetzt erstmal rumlaufen würde ein paar Stunden, dann ist die Zeit irgendwie um. Und deswegen dachte ich, okay, machen wir jetzt mal die spontane Variante. Erstmals auch hier eine zweite Kamera noch im Einsatz. Also wenn ihr euch fragen solltet, so, was macht der da, sieht ein bisschen doof aus. Nein, aber das ist Absicht. Probieren wir mal aus. Ne? So, wo sind wir hier? Ja? Also einmal raten bitte. Nein, das hier ist ein Teil des Sonnendecks für Suitengäste. Ja? Also wo man dann hier es sich gut gehen lassen kann. Wobei gut gehen lassen kann, wenn ich jetzt sage, so okay, ich hab hier eine Bar. Die muss aber auch bezahlt werden. Was nicht bezahlt werden muss, ist hier das Wasser. Oh, guck mal, mit Gurke. So ein bisschen, ja, wer also so auf Gin-Tonic-Geschmack im Wasser steht oder so, der... Ja, also das ist kostenlos. Ansonsten muss ich das auch tatsächlich als Suitengast bezahlen. Es gibt die obersten Suitenkategorien. Da ist es dann so, dass ich das Ganze umsonst habe. So, ja. Also ja, man sieht, das ist wirklich hier der erste Tag, wo hier das Schiff... ja, im Einsatz ist. Deswegen rennen hier auch jede Menge Kameraleute und so weiter rum. Ja, hier hat man schon mal einen ganz guten Blick auf zwei der drei Rutschen. Wir können einmal dabei rübergehen. Ja, also das ist ja eigentlich so der Trend, ja, in den letzten Jahren, dass man dass man auf den Kreuzfahrtschiffen eben Riesenrutschen hat. Das war so vor 15 Jahren bei Royal Caribbean noch gar nicht der Fall. Aber ja, das ist halt mittlerweile so, ne, dass man da... Hatte ich gesagt drei? Na doch, sind drei, ja. Wie gesagt, wenn man gar nicht dazu kommt, ja, sich das vorher alles mal anzugucken, rutscht einem auch mal was durch. Man hat übrigens das Gefühl, dass hier der Kissenlieferant von TUI Cruises am Start war. Irgendwie alles so eine sehr ähnliche Farbgebung oder so. Ja, also auch hier muss man sagen, da hatten sie noch wahrscheinlich 20.000 Kissen übrig, die sie irgendwie beim Bau der Kabinen irgendwie der Mein Schiff 3 irgendwie verbaut haben. Ja, keine Ahnung, also das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Ja, ach guck mal, hier hat man schon mal einen wunderbaren Blick auf die, ups, jetzt kippe ich das Wasser hier schon aus, auf die Schlucht. Ja, also das ist ja wirklich irre, ne? Dieser Central Park, den man da sieht. Ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, gut, wir kennen jetzt diese Schiffsklasse schon seit 2009, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt so ganz fundamental Neues gäbe, aber es ist natürlich so, ja, das ist einfach, dass diese Klasse unglaublich viel zu bieten hat. Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, also von diesem Suitendeck gehen wir dann auch gleich mal runter, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Hatte ich gesagt, wo wir sind? Nee, in Malaga. Wunderschön heute. Also wirklich der Wahnsinn. Ja, ich bin länger auch noch nie hier gewesen. Ich bin mal mit der Europa 2 hier angekommen. Aber das ist dann tatsächlich auch alles. Also, ja, das ist wirklich alles. Ja, ich bin ein bisschen am Üben hier mit zwei Kameras. Wenn ich in keine von beiden gucke, dann bin ich gar nicht von vorne zu sehen. Das ist dann oft ja doof. Insofern gucken wir gleich mal, wie es geht. So, jetzt kommen wir. Wir sind im relativ vorderen Bereich des Schiffes. Ja, also jetzt geht es zum Solarium Deck, beziehungsweise gleich erstmal zu einem neuen Restaurant mit Seafood. Ja? Also das ist ja was besonders populär ist, auch auf Schiffen, so Seafood-Restaurants. Das jetzt gerade gehabt, wo war denn das? Ach ja, bei Holland America letztes Jahr. Also das war wirklich der Hammer, was wir da ein Seafood-Restaurant hatten. Ja, und sowas Ähnliches gibt es nun hier auch. Ja, und das Ganze heißt, es heißt Hooked Seafood. Ja, und das ist jetzt hier oberhalb des Solariums gelegen. Und man kommt jetzt hier rein und ja, es ist schon mal so, also dass dieser Raum irgendwie schon mal einen großen Charme hat. Zeige ich gleich, aber kurz mal der Blick hier aufs Menü. Ich habe jetzt was gelesen von $40 pro Tag, pro Abend. Das kommt mir fast ein bisschen günstig vor. Bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob das auch wirklich dauerhaft gilt. Aber klar, gut, Vorspeisen. Dann habe ich die Captain's Platte mit Lobster Tail, frischem Fischfilet, Lobster Roll, Surf and Turf und. Das kann aber auch sein, dass das ja, jetzt alles hier nur für diese Spezialreisen so ist. Ja. Und dann muss man eben mal sehen, so eine Reederei probiert ja immer aus. Hello. Oh, wow, that looks amazing. What is it? Lobster rolls. Oh, I'm not really hungry right now, but it looks really, really good. Hello. Ah. Ja, ja, ja.
Also das Ganze ist hier die Auslage. Wow, das sieht natürlich super aus. Ich war neulich in Berlin auch in so einem Restaurant, ja, wo man auch so eine Fischauslage hatte, wo man sich dann seinen eigenen Fisch aussuchen konnte. Ja, also das ist natürlich eine ganz coole Idee. Aber viel schöner ist halt dieser, ja, ich sag mal, dieser lichtdurchflutete Raum, wenn man hier mal guckt. Ach guck mal, auch relativ rustikal hier gemacht, ne? Gar nicht so jetzt mit Tischdecke oder so, sondern nimmt man einfach so eine, ja, schöne Holzoptik oder so. Es ist eigentlich eine ganz angenehme Atmosphäre, finde ich. Ja, man sieht jetzt auch nicht so riesig, also schon, was wird das sein, 80 Plätze, 80 bis 100, schätze ich. So, und ja, einmal da der Blick nach unten. Ich dachte erst, das hätte das Solarium Bistro, heißt es, glaube ich, ersetzt. Nein, nein, aber das ist immer noch da drunter. Das ist eben einfach was anderes. Da kommen wir gleich noch hin, zum Solarium, ja, dem überdachten Pooldeck, wenn man so will. Ja, das ist es also hier schon mal gewesen. Genau, und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal hier raus. Ja, die Reedereien sind ja immer so ein bisschen am Experimentieren, ne? Also inwiefern findet man nochmal neue Konzepte für Bezahlrestaurants, die bei den Gästen funktionieren. Man hat halt so das Steakhouse. Das Steakhouse ist wahrscheinlich so in der Kreuzfahrtwelt das beliebteste Bezahlrestaurantkonzept überhaupt, ja, weil nun die Leute gerne Steak essen. Ja, und ansonsten experimentiert man mal immer so ein bisschen, das geht auch manchmal schief. Ja, ich glaube, dieses Sabor hieß das, glaube ich, der Mexikaner, den gibt es, glaube ich, hier nicht mehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, also aber klar, ne, man experimentiert immer und guckt dann, was funktioniert und passt das dann gegebenenfalls an. Oder wenn es nicht funktioniert, wird dann auch gerne mal auch wieder umgebaut, weil es geht da um bares Geld. Ja, schon mal, also nochmal der Blick hier zur Orientierung, wo wir jetzt hier sind. Genau, hier sind dann einmal nochmal die Rutschen und hier sind wir dann schon etwas tiefer am Pooldeck dran. Ja. Also es ist von den Größendimensionen ist das natürlich wirklich gewaltig hier. Ne? Wir hören ein bisschen Musik, ja, das ist halt auch so. Ne? Also von der Atmosphäre, von der Anmutung ist es halt schon so, ja, dass hier so ein bisschen auch auf Party und gute Laune irgendwie gesetzt wird. Ne? Es ist nicht so, ach guck mal hier, man hat also auch hier nicht nur Liegen, sondern auch so Stühle. Geht auch tatsächlich, wobei die so ein bisschen, sieht ein bisschen seltsam aus, wie die so, na gut, man sitzt dann da in einer nicht senkrechten Position. Na gut, ich meine, man hat da so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Weil ich meine, hier habe ich Platz für eine Liege und da hätte keine weitere mehr hingepasst. Deswegen hat man dann da diese Dinger genommen. Aber interessant ist, dass die auch gar nicht... dass man da auch den Winkel gar nicht verändern kann. Also die sind so, dass man da wirklich sich so hinlegen kann. Ja, spannend, spannend. So, kurzer Blick hier auch nochmal auf einen der Pools. Ja, die haben eine Größe, die okay ist. Also es gibt ja mehrere Pools hier an Bord, aber jetzt natürlich kein 25-Meter-Pool oder so. So weit ist man dann doch nicht, ja. Ja, wow, wenn wir jetzt hier mal... Wir gehen ja insgesamt zur Orientierung auf diesem 360 Meter langen Schiff. Jetzt wieder Richtung aft, also Richtung hinten, wenn man so will. Ja. Also da kommen wir gleich ins Windjammer Café. Das ist ja das Buffet-Restaurant hier an Bord. Oder überhaupt das Buffet-Restaurant bei Royal Caribbean. Ah, guck mal, hier hat man von oben schon mal einen schönen Blick hier auf den, ich weiß gar nicht, Wasserspielplatz. Ja, und das ist auch so ein Muss auf so einem Wasserspielplatz heutzutage, da diesen Eimer zu haben, ja, der dann vollläuft und gleich kippt er dann wahrscheinlich um. Wobei es sieht noch ein bisschen, sieht doch so aus, als würde es noch ein bisschen dauern. Ja, so, also Wasserspielplatz, muss man sagen, Wasserspielplatz gefühlt heutzutage ein Muss. Oh ja, wobei gleich ist er soweit. Ja, und, jawohl. Da erbiest er sich, ja. Also, ich hatte ja gesagt, es ist nicht so voll hier an Bord. Das war eigentlich noch geprahlt, also gefühlt, das war noch untertrieben. Gefühlt ist hier gerade niemand drauf. Was ist da denn los? Als ob die ganzen, die angereist sind, als ob die alle Verspätung haben mit dem Flieger oder was. Oder man hat gesagt, nee, wir lassen den Mont hier erstmal rumrennen. Ja, da muss das Schiff eh renoviert werden. Also, so, hallo. Thank you. So it's like, is it just going around? Yes, thank you.
Genau, wird man natürlich gefragt. Ach ja, mittlerweile ja auch üblich hier diese Anlagen hier zum Händewaschen. Das gab es ja nun früher nicht auf den Schiffen. Ja, jetzt, komm, ich habe noch nicht mehr Zeit gehabt zum Trinken hier. Also, aber es gibt natürlich auch, auch wenn es nicht dran steht, hier dann den berühmten ungesüßten Eistee. Diese Getränke hier im Buffet-Restaurant, alle kostenlos, im Reisepreis enthalten. Aber, ach doch, hier ist er. Unsweetened Eistee, aha. Also mein Signature-Drink sozusagen. Also wenn ich Botschafter wäre für irgendwelche Produkte an Bord, dann für ungesüßten Eistee, der ist wirklich super. Ah, hier. Das sieht ja mal ganz gut aus. Ist aber auch noch keiner da gewesen. Also wenn man mal so guckt hier. Wow, Salate, Salate. Ich bin ja jetzt auch 2 Jahre nicht bei Royal Caribbean an Bord gewesen, muss man sagen. Insofern, es mag immer so sein, dass sich da in der Zeit dann noch was tut. Ja? Also, dass sich Sachen verändern. Und natürlich sieht das jungfräulich hier eh alles noch mal ganz anders aus. Jungfräulich eh noch mal ganz anders aus, als wenn da irgendwie schon 300 Leute dran waren. Aber das sieht optisch, muss man sagen, sehr, sehr gut aus. Aber gut, ist natürlich jetzt auch eine Reise, da ist das ganze Top-Management an Bord. Man muss dann immer noch mal wiederkommen, ja, bei einer regulären Reise und gucken, okay, ja, ist das jetzt so die Qualität, die man auch dann hat. Aber auch hier, ne? Das ist der Trend, so, wenn man so guckt, so mittlerweile bei Desserts eigentlich, dass ich so kleine portionierte Portionen habe. Portionierte Portionen, super. Ja, aber dass ich so kleine Portionen habe, wo ich mir was nehmen kann. Ah ja, Rosinen, sind hier Rosinenkekse? Sind wahrscheinlich auch dabei. Ich liebe ja Rosinenkekse, ja. Also das ist schon alles ganz gut. So, dann gehören natürlich Burger dazu auf amerikanischen Schiffen. Ja, wobei das ist noch nicht in Betrieb hier offensichtlich. Ja, das scheint hier gerade noch so eine Einarbeitungsphase zu sein. So, das Ganze geht weiter, denke ich, auf der anderen Seite. Da gucken wir aber gleich vorbei, so zumindest ist der Plan, weil es ist ja nicht so, dass ich mich nicht vorbereitet hätte. Ah, hier hat man diese berühmten Coca-Cola Freestyle-Automaten. Ja, also wenn wir hier mal rauf gucken, hier kann ich nun irgendwelche ganz absonderlichen Varianten hier trinken, nämlich, was weiß ich, Cola Light Himbeer oder Cola Light Orange oder Cola Light Lime oder Lemon oder Cola Light Vanille. So, dann packt man das hier hin. Das Ganze aber nur gegen Bezahlung. Oder aber es gibt, das ist bei den amerikanischen Freunden sehr populär, ein Soda Package. Ja, da zahle ich weiß gar nicht, was es hier kostet, $8 am Tag oder so. Und da kann ich so viel trinken von dem Zeug, wie ich will. Ja. Ja, aber ich bin ja, man wird ja, wenn man älter wird, man trinkt ja dann nur noch sowas, trinkt dann nur noch gesunde Sachen wie Wasser. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus, verdammt nochmal? Hier kurz nochmal, bevor ich mich dem Weg widme, wie ich weiterkomme. Hier geht das Buffet-Restaurant weiter mit einer Pasta-Station. Hallo. Ja, genau, also hier kann ich nun eine Pasta frisch zubereiten lassen oder aber es gibt Tagespasta oder gebackene Pasta, also gebackene Pasta, Auflauf im Sinne. Ja. Ah ja, guck mal, ein schöner Spruch hier. Travel, the only thing that makes you richer. Die einzige Sache, die dich reicher macht. Ja? Und vor allen Dingen die Aktionäre der Reederei macht es auch reicher. Ja, also freuen sich immer mehrere, das ist sehr schön. Ja. So, also man sieht hier das Buffet-Restaurant wirklich groß, groß, groß. Hier dann nochmal Pasta-Station. Pasta-Station, hello. Pasta-Station, Getränke. Ach so, ja. Was ist hier noch? Ja gut, Backwaren, das ist immer so, ja, das ist irgendwie völlig klar, da muss man normalerweise immer ein bisschen Abstriche machen bei den amerikanischen Freunden. Wobei, also optisch würde ich sagen, so auch, haben sie sich durchaus auch in Europa inspirieren lassen, da hinten sowas Ciabatta-ähnliches oder so. Ich meine, es ist ja prinzipiell jetzt kein Hexenwerk, irgendwie jetzt Brot zu backen, ja, du musst halt die richtigen Rezepte und die richtigen Zutaten haben, so, dann kann man auch, also das hat jetzt nichts zu tun mit amerikanischen Bäcker können nicht backen, so, das ist natürlich Quatsch, aber die müssen natürlich wissen, was sie backen sollen. Hier auch nochmal, ach ja gut, hier ist jetzt alles im Einsatz. Also gegrillter Pangasius, Teriyaki-Soße, wobei wenn ich mich jetzt hier in so Details festbeiße, sind wir nachher bei 3 Stunden, dann verpassen wir die Seenotrettungsübung, das geht auch nicht. Ja? Aber guck mal, das sieht wirklich alles hier also sehr schön aus, hier mit Käse. Also sieht wirklich schön aus. Also das würde ich, also so gut wie das aussieht, da wäre ich wirklich mal, also da bin ich ja wirklich, würde ich das wirklich am liebsten nochmal im normalen Betrieb angucken, ja, weil
Hallo, da im normalen Betrieb, weil das scheint mir doch, also so toll, wie das aussieht, habe ich das ja fast noch nie gesehen. Ja, so, ja, also das kann ja nicht sein, dass ich hier jetzt schon nach 15 Minuten den Weg nicht mehr weiß, aber hello, to Coastal Kitchen, is it upstairs? Ah ja, upstairs, gut, okay, Coastal Kitchen. Oh, Elevators, okay, we take the Elevators, genau. Denn da ist dann nämlich nochmal ein Suitenbereich, wobei ich muss gerade mal ganz kurz mal, ah ja, hier kommen wir gleich nicht mehr weiter. Ah nee, aber ich, also es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht, noch haben wir nichts verpasst, noch habe ich es nicht versemmelt hier. Also wenn wir jetzt einmal nach oben fahren, sollte alles gut sein. So, die Aufzüge, jawohl, so einmal auf die 17. Also, hatte ich den Satz schon zu Ende geführt? Wahrscheinlich nicht. Da oben ist Coastal Kitchen. Coastal Kitchen ist das Restaurant für Suitengäste. Ich habe das mal probiert auf der, wo war ich denn überhaupt drauf? Auf der Anthem of the Seas? Ja, und, ah ja, hier. Wenn der Kameramann ein Signal gibt hier. Coastal Kitchen, jawohl. Auf der Anthem of the Seas, das war so gut. Hello, good afternoon. Wow, ja. Also das ist natürlich eine wunderschön gelungen hier. Das ist ja richtig toll. Also das sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Ja, das sind hier diese berühmten Stühle, die hier auch im Unternehmen, auch an anderen Stellen im Einsatz sind. Das ist immer so ein bisschen so wie für den chinesischen König oder chinesischen Kaiser oder wen auch immer. Und man denkt so hier, mein Gott, ja. Also das ist hier diese hohen Sessel, die kenne ich irgendwie, sehe ich die immer nur auf Schiffen von Royal Caribbean. Aber wahrscheinlich gibt es dann da jemanden, entweder haben sie noch auch noch ein paar tausend irgendwo stehen in irgendeinem Lager in Miami. Ja, dann sagen sie, wir müssen die regelmäßig verbauen. Ja, oder aber irgendeiner der Innendesigner hat da irgendwie ein Faible für. Dieses Restaurant bietet an Frühstück, Mittag, Abendbrot. Ich glaube, jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen. Es ist nicht für alle Suitenkategorien, sind es alle Mahlzeiten. Da bin ich nicht ganz sicher. Ja. Also von daher, da kommt auch gleich noch was zu essen. Sehr gut. Und das hier geht dann über in die Suiten Lounge, heißt es, glaube ich. Ja. Also Suiten Lounge ist, guck mal, es lohnt sich doch noch ein bisschen weiter zu gehen. Hier wollte ich schon faul abkürzen, aber nein. Also es scheint dann hier auch so Snacks oder so zu geben. Heute ist Diät-Tag, deswegen gibt es hier noch gar nichts. Aber ja, ach guck mal, und Kaffee oder so gibt es auch. Ja, das ist dann natürlich alles dann großzügig im Preis enthalten, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, also wer ja viele von euch kennen, ja X-Lounge, TUI Cruises oder so, ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier so die Riesenauswahl jetzt hätte an Champagner oder whatever, ne? Sondern das gibt es halt nicht. Ja. Und ich habe natürlich hier so, also muss man sagen, wenn wir hier nochmal rausgucken, der Blick hier von der Lounge ist natürlich hier so auf diesen Wasserspielplatz, so ja, ist dann natürlich ein bisschen immer mit Action so, ja, also, ja gut. Aber aber auf jeden Fall ist es wunderbar hell. Man hat hier eine Wahnsinnsdeckenhöhe, die wirklich richtig toll ist. Das macht ja immer viel aus, so Deckenhöhe, ne? Also Deckenhöhe, thank you. Deckenhöhe ist immer etwas, das darf man nicht unterschätzen. Ja, also ja, dadurch wirkt das halt erst, ne? Wenn es halt so gedrungen ist oder so, ja, dann liegt es häufig daran, weil die Decken sehr niedrig ist. Genau, Bar ist auch. Aber hier gilt das Gleiche, das ist dann zu bezahlen. Thank you very much, thank you. Thank you, bye. Bye, bye. So, wie sagen die normalerweise bei schon? Thanks for coming, das finde ich ja auch immer so schön. Thanks for coming, ja. Also sie bedanken sich, dass man da war. Also das ist mal was Schönes, ja. Also das ist halt so dieser amerikanische Stil. Das ist halt irgendwie eine ganz, ganz nette Geschichte, muss man sagen, ja. Das ist jetzt... Also das ist sicherlich auch ein großer Unterschied, ne, von der Mentalität. Wenn jetzt viele von euch fragen sich also, ist das Ganze etwas auch für mich? Also so für mich jetzt als jemanden, 16 müssen wir nicht, wir müssen 15. Ist das jetzt etwas für mich, für jemanden, der sonst jetzt AIDA fährt oder mein Schiff oder so? Man sollte sich dessen bewusst sein, man kriegt hier schon was ganz, ganz, ganz anderes. Man sollte sich bewusst sein, ja, man zahlt im Grunde für das Wow. Ne? Also dieses Wow, was man hier denkt, wenn man das Ganze sieht, das hat seinen Preis. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das irgendwie so als Nebeneffekt oder so alles quasi einfach so bekommt, sondern nee, das ist schon mit
eine der Hauptdinge, für die man an Bord bezahlt, sage ich mal. Also das klingt ein bisschen blöd, aber das ist der Grund. Die deutschen Schiffe sind ja, ach Gott, jetzt bin ich hier wieder lost. Ich muss einmal kurz auf den Deckplan gucken, sonst geht hier alles den Bach runter, nämlich. Ah, wo bin ich denn? Ach, da. So, ja, ich bin wieder einigermaßen drin. Also einigermaßen, ja, doch. Ja, es ist halt, ne? Also die Breite von dem Schiff ist, glaube ich, was, knapp 60 Meter oder so. Ja, hier sind jetzt irgendwie normalerweise Einrichtungen für Jugendliche, ja. In dem Moment ist es aber das Pressecenter. Pressecenter, das heißt, hier treffe ich wahrscheinlich gleich Kollegen. Ja, das sieht im Moment noch gar nicht so aus, wie man jetzt denken würde, dass es sonst aussieht. Ich habe ja einmal sogar, wo ich hier gerade sehe, Production Support steht da, ich habe das tatsächlich einmal gemacht, dass ich einen Live-Rundgang gedreht habe mit einem amerikanischen Kollegen, ja, wo ich halt nicht so dran gedacht hatte, war ja auch dämlich von mir, dass es natürlich so ist, dass der mich ja nicht versteht. Ja, und dann dreht man da und so, also der hat dann sein Bestes getan, so. Ja, Pastries, nee, es gibt jetzt nichts zu essen, wir haben noch viel vor. Also das hier ist der Bereich, ich glaube, es heißt The Living Room, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja gut, das ist jetzt hier wenig aussagekräftig, würde ich sagen, was wir hier vorfinden. Aber man muss halt sagen, das, was die hier so betreiben an Aufwand für Presse, ne? Es gibt extra für diese Reise eine extra App, nur für diese Reise, wo das Programm oder so zu sehen ist von der Reise. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also diese Perfektion, die Royal Caribbean da an den Start legt, die gibt es weltweit so nicht, sehe nicht anders. Ah ja, guck mal, hier auch mal schön, ja, immer mal so Softeis. Guck mal, ich betone, ich habe das Glas leer getrunken. Es gibt immer welche, die sich beschweren, so, oh, du nimmst immer nur und isst es dann nicht auf. Ja, dann sage ich immer so, ich mache das immer so ein bisschen wie Steffen Hensler im Fernsehen, ne? Der kocht da irgendwas, ihr glaubt doch nicht, dass das irgendjemand isst. Ja, das ist immer so ein bisschen, ah ja, was habe ich jetzt hier für Step to the Edge, Peer into the Darkness. Das ist irgendwie so ein bisschen, was, ja, das ist wahrscheinlich hier noch so jugendlich angehaucht sozusagen, also das soll hier noch wahrscheinlich zu dem Bereich gehören. Oder ist das aus irgendeinem Film, den ich mal wieder nicht kenne? Ich weiß es nicht. gebt mir übrigens auch mal Feedback. Ach so, ja, oh, wir nähern uns offenbar The Ultimate Abyss. Das ist ja diese Rutsche. Sag mal, das sieht doch, ach, jetzt sind wir hier. Ah, jetzt bin ich langsam wieder, also ich meine, das ist der dritte Rundgang auf dieser Schiffsklasse und jedes Mal stellt er sich an, als wäre er noch nie drauf gewesen. Aber es ist halt immer so, laute Musik, es ist immer so, dann ist man auf 1000 Schiffen in der Zwischenzeit so, dann hat man natürlich längst wieder alles vergessen, ja, was man da vorher mal erzählt hat. Also, hallo, thank you. So, also lasst es mir auch mal wissen übrigens, wie ihr jetzt diese Varianten hier mit zwei Kameras, ist das jetzt eigentlich besser oder schlechter? Ah, da ist sie, die Ultimate Abyss, das ist hier die, also da kommen wir ja später noch hin und dann das Aquatheater, ne, also das ist, also, wir reden jetzt hier, das ist der Boardwalk, das ist gar nicht hier. Vorhin haben wir ja gesehen den Central Park. Aber das hier ist einfach so, wo man denkt, es ist so krass, ne? Es ist so krass. Diese Schiffsklasse, ja, die hat sowas Irres, ne? Es ist von, also, ja, es ist wirklich, da fehlen einem eigentlich wirklich die Worte, ne? Es ist also, da ist, Wahnsinn ist noch zu wenig. Ah, wo ich da gerade bin, da ist, scheint diese Familiensuite zu sein, die da jetzt irgendwelche Sachen da auf dem hat. Da werde ich nachher auch noch mal extra ein Video machen. Wie gesagt, es ist viel zu drehen. Aber bei all dem irren Kram, was gehört dann doch immer noch zu? Man glaubt es nicht. Ein Minigolf-Court. Ja? Also das ist, wobei es sind keine Bälle da. Doch, ach, die Bälle sind da drin. Also, so, also wenn man jetzt mal versucht hier. So, das kostet auch alles nichts. Hat man auch ein bisschen hübscher. Ich weiß gar nicht, wie es beim letzten Mal war, aber wo legt man da jetzt was? Ich weiß gar nicht. Also wir werden einmal hier den peinlichen Versuch machen. Ich versuche aus 1 Meter, wo ist die Sonne im Hintergrund, das passt. So, ich stelle die Kamera hier mal ab. So. Und dann, na, ach, jetzt steht das hier alles nicht. So. So. Naja, so, ich meine, die Kunst ist ja überhaupt schon mal das Ding zu treffen. Ich war neulich beim Bowling.
da kann man irgendwie, kann ich ein Lied von, aber normalerweise macht man doch so, aber dann haut man es irgendwie, das ist auch nicht gut. Also, wenn ich jetzt mal versuche, ich meine, was ist das gewesen? Das war haarscharf vorbei. Ich glaube, also, es gehört Dinge, die sollte man vor laufender Kamera nicht, drei Versuche bei einem Meter, ich meine, so, komm. Ja, also es gibt Sachen, die sollte man vor laufender Kamera lieber nicht versuchen, wenn man nämlich weiß, dass man sie garantiert nicht kann. Aber das gehört halt hier zu den Dingen, die kann man umsonst machen, ja? Kostenlos, yeah. Das ist also so. Gibt auch Kinderschläger, wie man hier sieht. Also ganz wunderbar. Tata. Ah, sehr schön. So, wir nähern uns gleich, darf ich schon mal sagen, der Attraktion, die ich bis heute nicht getestet habe. Weil ich immer denke, ich brauche erst einen Flowrider-Bauch, um mich da irgendwie zu präsentieren. Ja, ich arbeite seit Jahren dran, aber es klappt irgendwie nicht. Also der Flowrider-Bauch ist sowas ähnliches wie ein Beachbody sozusagen. Ach, wobei, sie hat ein T-Shirt angelassen, wenn ich jetzt gerade mal gucke hier. Geht also auch. Na. So, ja, das ist natürlich bei Royal Caribbean seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Der Flowrider hier in der Schiffsklasse gibt es halt gleich zwei. Ja. Also, aber die ist ja, Mann, die ist ja richtig gut. Das entspricht hier normalerweise nicht der, das entspricht nicht dem Alltag, weil normalerweise so ein paar Sekunden und dann so schups. Ja, also mal sehen wir es gleich hier. Na. Also Wahnsinn, wie geil ist, also die ist ja der Hammer. Das gibt es ja gar nicht. Weil ich kenne das immer nur, normalerweise nach so ein paar Sekunden macht es plumps. Und dann wird man da oben hingespült, was ich euch eigentlich gerne zeigen wollte. Aber wenn sie sich, die ist doch bezahlt. Das ist hier irgendeine World Cup Surferin oder so, die dann jetzt hier so wahrscheinlich in ein paar Stunden, ja, dann da steht und um die Leute, das gibt's doch nicht. Was, ja. Also die wartet, bis die Kamera weg ist, glaube ich. Erst dann, oder hat man den, naja, gut. Ja, also, das gibt es nicht. Also, ich würde überhaupt nicht, aber ich kenne die. Ich war tatsächlich auch noch nicht so auf dieser Schiffsklasse, kann ich auch sagen. Oh, jetzt. Haben wir es noch gehabt. Ach, na gut. Auf dieser Schiffsklasse war ich tatsächlich auch in meinem Leben noch nicht so richtig häufig. Also insgesamt bislang kann ich 6 Nächte vorweisen an Bord. Ja. Nacht Nummer 7 folgt sozusagen. Ja, hier ist The Ultimate Abyss. So, das war, als man das damals angekündigt hat, diese Riesenrutsche am Heck. So, da war damals irgendwie gar nicht klar, so, was ist das jetzt eigentlich? Man dachte natürlich erstmal, es ist eine Wasserrutsche, weil man immer nur auf Schiffen, immer nur mit Wasserrutschen zu tun hatte. Aber das ist halt keine Wasserrutsche, sondern es ist ganz klassisch eine Trockenrutsche, ja, wo man dann auf einer Art Teppich oder so rutscht. Die ist aber offenbar im Moment noch nicht im Einsatz, vielleicht später. Übrigens aus deutscher Produktion hier, ja, also der gute Kruppstahl wahrscheinlich, nein, keine Ahnung, ah, nee, es ist Plastik, scheint Plastik zu sein oder Plastikummantelung. Sie haben auch so ein bisschen, es darf auch nicht zu schwer sein auf so einem Schiff. Ach, guck mal, und hier, wenn ich jetzt die Kamera fallen lasse, kann ich sie später abholen, wenn ich nämlich da unten wieder im Aquatheater bin, ja. Ja, also es ist einfach so, es ist... Ich meine, da können andere Reedereien kommen, die können auch große Schiffe bauen, ja, auch AIDA Nova kommt ja dieses Jahr, ja, hier die Wipeout Bar, die wird von den Passagierzahlen, ist das ähnlich, aber von dem Wow her, ja, also was du hier alles für Sachen hast, das ist wirklich, da wird keiner rankommen, kann man, glaube ich, ohne da irgendwie Mist zu erzählen, kann man sagen, so hier Flowrider Nummer 2, ja, guck mal, sie macht das im Sitzen da, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Ah ja, hier ist der Abflug. Hier ist der Abflug für die Zipline. Mal gucken, ob wir das. Ne, ist geschlossen. Also man hat ja diese Zipline, wo ich von da dann darüber fahre. Das ist jetzt in Zeiten. Achso, da hast du gemacht. Das ist jetzt in Zeiten, ja, wo ich hier auf der MSC Seaside habe ich ja nur so eine riesenlange und so. Da kostet eigentlich Geld. Hier ist kostenlos, das bisschen. Das gehört, glaube ich, zu den Dingen. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht gemacht. Und wenn ja, dann habe ich mich nicht daran erinnert. Aber auch wieder da, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen. Ja, klarer Fall von zu vielen Erlebnissen gehabt. Irgendwann hat man so Grenzen. So, hier kann ich Basketball spielen, ganz genau. Und jetzt kommt
gleich eine neue Location, wo man essen kann. Und da hat nämlich jemand von euch gefragt, weil das ist, da gibt es so mexikanische Dinge, kostet das Aufpreis? Ich glaube, Kerstin war das, die schrieb bei Facebook, so, guck mal nach, ob das Aufpreis kostet. Also auf dieser Reise ja nicht, aber vielleicht kriegen wir es trotzdem recherchiert. Ach, guck mal, was ist, ach so, ich dachte gerade, irgendwie habe ich iPhone gelesen, aber das ist natürlich Quatsch, dachte ich, hier, haben die hier so iPhone-Ladestationen? Das hätte mich jetzt gewundert, aber nein, Phone, da ist aber nur ein Notfalltelefon. Hier ist eine neue Location, Viva Mexico. Hier war vorher, gab es hier so Fingerfood oder was war das? Also so Little Bites oder so ähnlich hieß das, glaube ich. Mit Guacamole, was es dann hier auch so gibt. Ich meine, nur so Dips wird man nicht satt von. Nee, ach hier. Also Stichwort Aufpreis, wenn das so schon aussieht, da kann ich eigentlich sagen, also man sieht schon so, wie es so, wie das aussieht, da weiß man schon, es ist kein, wird kein Aufpreis kosten. Ja, woran sieht man? Ja, das ist jetzt so nämlich relativ einfach so, ne? Also das ist jetzt nicht so, das sind jetzt hier so genau die Dinge, die ich so ja auch in der Art im Buffet-Restaurant habe, so, ne? Also das ist jetzt nichts, ja, wo man jetzt irgendwie bezahlen müssen, aber oh, da, ah, guck mal, Nachos mit Käsesoße. Ich dachte immer, das gibt's nur im Kino, aber gibt's auch hier tatsächlich. Gut, so, also gute Nachricht hier, Burritos, Tacos, esse ich ja tatsächlich auch mal ganz gerne. Was ich nicht so mag, sind hier Baked Beans tatsächlich. Ich mag tatsächlich keine, also nicht so sehr schwarze Bohnen. Die sind mir irgendwie zu mehlig oder was auch immer. Habe ich meine Sonnenbrille schon verloren? Nee. So, ja, da sind wir, ne? Es ist schon dem einen oder anderen aufgefallen, wenn er nicht weiß, was er sagen soll, dann kommt erstmal ein kräftiges So. Ja? Statt einfach mal 2 Sekunden die Klappe halten. Aber das ist halt, ich habe ja früher Radio gemacht, ne? Und wenn man dann, da fühlt man sich dann so ein bisschen unwohl. Ich habe letztes Mal auf der Harmonie das Eis probiert. Das war irgendwie Frozen Joghurt oder was. Und es war, jetzt muss ich es auch aufessen. Ich darf ja nicht wegschmeißen. Ne? Was ist es denn? Vanilleeis auf jeden Fall. Also gehen wir mal davon aus, dass es nicht Frozen Joghurt ist. So, gerade Orientierung. Hier müssen wir nochmal rein. Ha, hier waren wir nämlich noch nicht. So, geht einfach mal davon aus, ich hätte das Eis unterdessen aufgegessen. Aber das ist natürlich eine Sache, die Kids lieben, ne? So mal selber so an die Soft-Eismaschine. Man fühlt sich wie bei Ikea. So, ha, Arcade Room. Ja, das ist ja auch so eine lustige Geschichte. Ich plane übrigens, ich darf das an dieser Stelle schon mal ankündigen, morgen das lang geplante Münzschieber-Experiment vorzunehmen, wenn es denn hier einen Münzschieber gibt. Also hier gibt es noch keinen, hier sehe ich noch keinen. Ach, guck mal, hier kann ich wertvollen Schmuck, ne? So, was für ein Scheiß, ja. Bling King. Na gut. Also, ja, aber es scheint immer noch ein Markt für sowas zu sein, ne? Echt witzig. Also, wir gucken später, wo der Münzschieber ist, aber, oh, guck mal hier. Das Glücksrad. Was ist das denn hier? Mit dem Eis. Also soll ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit dieses Eis, nicht, dass mir das gleich noch hinfällt. Also ich werde das mal, das ist ein komisches Ding hier. Eigentlich müsste ich es mal ausprobieren. Das wäre ja mal, wenn ich in diesem Live-Rundgang mal live 1 Million Dollar gewinne, das wäre eigentlich immer so das Fernziel. Ja, wo man sagt, man kann mit YouTube reich werden, aber nur, wenn man währenddessen irgendwie so Glücksspiele macht. So. Ups. We are just getting reft up. Adventure in progress. Okay, da scheint also auch noch was zu sein. So, jetzt verließen sie ihn wieder. Nö, aber eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen jetzt eigentlich da raus und dann da doch weiterlaufen. Oder? Das ist jetzt nämlich das Problem auf dem Riesenschiff. Ich habe jetzt längst vergessen, wo vorne ist und wo hinten ist. Ne, hier ist vorne. Hier ist vorne. Ja, doch, ich bin wieder bereit. Also, das ist... nee, Quatsch, von da kamen wir doch gerade. Nee, also jetzt... Wir müssen nach da, ja? Wir müssen nach da. Müssen wir wirklich nach da? Also nochmal, wir waren hinten, ja genau, wir waren hinten. Ach so, ja, ich bin jetzt insofern verwirrt, dass ich sage, Mensch, wir haben doch hier diesen Wasserspielplatz schon gesehen, aber das ist, den haben wir ja nur aus anderen Perspektiven gesehen, aber noch nicht hier vom, noch nicht von der. Also ich betone, ich habe hier bislang immer noch das Eis. Ich würde mir eventuell erlauben, die Waffe wegzuwerfen, weil das machen andere Leute auch. Also das machen nicht nur eh. Aha. So, hier sind wir nochmal.
Ah, was auch eine wichtige Geschichte ist, muss man sagen. Oder eine Geschichte, wo die Amerikaner uns überlegen sind. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute, das hier ist die Hebevorrichtung, um auch Leute in den Pool zu bringen, die eventuell im Rollstuhl sitzen. Also, na, wobei, von den Schienen her kommt das nicht hin. Also jetzt haltet, nagelt mich nicht drauf fest. Wobei, hier ist ja auch gar kein Pool. Was redet er denn da? Also, das ist wahrscheinlich nur eine Putzanlage. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass es auf den amerikanischen Schiffen in der Regel gerade für Leute, die im Rollstuhl sitzen oder so, wunderbare Möglichkeiten gibt, da in den Pool gehoben zu werden, ja. Weil man ist da wirklich, was der Umgang damit angeht, mit Leuten, die da ein bisschen eingeschränkt sind, der ist halt, die Amerikaner haben nochmal eine andere Kultur tatsächlich, ja. Was ja so ganz schön ist. Also ich weiß ja auch von vielen von euch, die sagen, Mensch, ich sitze im Rollstuhl, mach doch da auch mal was. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache, weil ich immer sage so, okay, ich bin da jetzt leider nicht so der Experte, ne. Also, ich würde jetzt hier ungerne jetzt mit dem Rollstuhl so über das Schiff fahren, weil ich jetzt auch finde, das ist irgendwie dann so ein doofes Vorführen oder so. Aber gut, jetzt haben wir gesagt, drei Rutschen, aber hier ist auch nochmal, ja, also, ist schon ganz cool, ne? Ich meine, gut, muss man natürlich auch sagen, das wirkt natürlich auch heute alles ein bisschen anders. Wenn ich daran denke, das letzte Riesenschiff, die MSC Seaside, die haben sie präsentiert in Triest bei Regen sozusagen. Und die haben sie präsentiert bei Regen. Das ist natürlich hier heute, hello, das ist halt heute eine ganz andere Nummer hier, ne? Diese, ah, Adam, you are live on my video. This is Adam, the British guy from Cruise Critic, the world's largest cruise website. How are you doing? Yes, good to see you. So I think we see us other later, I think. Yes. Yeah, oh, that's fine. Man lernt ja mit der Zeit eben auch die ganzen Kollegen kennen und das war Adam Coulter eben von, ja, wie ich schon dachte, cruisecritic.com ist die Seite des Wahnsinns, muss man sagen, ja, weil ich da so viele Bewertungen und so weiter habe über Kreuzfahrtschiffe, so viele Tipps bekomme für Ausflüge, kleiner Haken, alles auf Englisch, ja. Ah, so, jetzt hier sind wir zwar nicht in der Karibik, aber entsprechend, hallo, wir haben nun extra noch ein bisschen leise gemacht hier. Aber es lohnt sich auch noch gar nicht, weil es ist halt auch noch keiner da. Also das ist, wahrscheinlich haben die hier so 300 Leute eingeladen, ja, für diese Nacht. Also für die ersten Nächte, dass man denkt so, da kann die Crew halt noch mal ein bisschen üben. Ja, hier ist was, ach so, ja, es kommt immer der obligatorische Test, Salz oder Süßwasser. Mhm. Ja, weil Leute fragen immer, was gehst du nach Kriterien, was für Kriterien gehst du vor, ja. Also man sieht, wir haben einen Katalog mit 500 Punkten, der jetzt abgearbeitet wird. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also ich sage das ja ausdrücklich mal, das hat bei mir eher so ein bisschen Unterhaltungscharakter. Also das Ziel soll schon sein, dass ihr am Ende sagt, so passt für mich oder passt nicht. Jetzt habe ich aber noch, also diesen süßen Geschmack vom Eis, dann ist natürlich Süßwasser, aber also Salzwasser ist es nicht. Gibt es überhaupt Salzwasserpools? Also ich weiß gar nicht. Ach, guck mal, hier ist die eben schon angepriesene Anlage, um Leute mit Disabled Person sozusagen da auch in den Pool zu bringen. So, David Hasselhoff ist auch da. Ich schub's gleich mal, ne? Also wenn ich jetzt mal so, ja, so, das wäre sehr lustig. Ach, guck mal, die Kollegen, die das Ganze beobachten. Maximum Tiefe, ah ja, auch ein Punkt, ne? Da gibt es gerade, es hat gerade ein anderes Schiff, neues Schiff, da war die Wassertiefe 1,80. So, und die ganzen Amerikaner so, oh Gott, die wissen dann gar nicht, was sie da drin machen sollen. Also, beziehungsweise, nein, auch andere Gäste. Das hat nichts mit Amerikanern zu tun. Aber viele lieben das ja, da so drin zu stehen. Das geht hier bei maximal 1,25 bis 1,45 m. Ja, das ist halt was anderes, als wenn ich dann auf diesem anderen Schiff 1,80. Da können die Leute halt gar nicht stehen, sondern da kann man halt schwimmen. Jetzt kann man sagen, okay, im Pool sollte ich auch schwimmen. Aber viele ist das halt so eine Geschichte, ja, eher da sich da so drin aufzuhalten. So, Whirlpool. Und auch da wieder, ne? Guck mal, da wieder unser Sitz hier, um Leute, die eben im Rollstuhl sitzen oder so, da rein bringen zu können. Ja, und da muss man sagen, da sieht man das halt, ne? Dass das hier, das ist halt eine Geschichte, die eben auf amerikanischen Schiffen sehr groß geschrieben wird. Nochmal der Blick auf die, oh Gott, ich habe mir gerade hier das Eis, ich werde das jetzt mal, also falls sich jemand beschweren möchte, doch, ich werde jetzt diesen kleinen Rest hier irgendwo abstellen, kommt man da durch? Ja, kommt man, glaube ich.
Also ich werde diesen, bevor ich hätte es mir beinahe nämlich hier rüber gekippt. Das kann ja auch nicht sein. Das sieht euch wieder so ähnlich. Ne? Das, sowas wollt ihr sehen. Aber das, den Gefallen tue ich euch nicht, Freundchen. Also, so, jetzt gucken wir mal rein. Nicht Freundchen, sondern Freunde. Freundchen ist hier nur einer, Freunde sind mehrere. So. Da putzt jemand. Ist das hier, ist offen? Ne, ist, ah, zu. Ah, okay. Closed for refurbishment. Ach ja, The Perfect Storm heißt diese Rutsche. Ja, und das ist ja hier auch so ein lustiger Trichter. Auch bekannt von der Norwegian Epic unter anderem. So. Ah, es naht der rettende Decksplan. Also wir gehen nach vorne. Ah ja, Solarium. Solarium müsste hier kommen. Ah, ich bin aber echt stolz, weil ich habe mit bislang ganz gut. Doch, doch. Also ich bin, also bislang haben wir noch nichts vergessen. Das ist nicht in jedem Live-Rundgang bislang so. Ja, das war bei MSC Seaside und so nach dem Motto, oh, gab es auch ein überdachtes Pooldeck, ja? Das war dann leider etwas in Vergessenheit geraten. So, Solarium, ja? Ja, ich stelle das Eis jetzt hier mal ab. Das gibt's, also. So. Aber da ist ein Mülleimer. Also wir wollen ja nichts. Also ich will ja auch niemandem jetzt unnötig Arbeit machen. Wobei, was ist es denn jetzt? Glas, Aluminium, Papier oder Plastik? Also. Das ist jetzt auch wieder schwierig, also vielleicht, wahrscheinlich ist das hier der Universalabfall. Also so, jetzt werden wieder alle, jetzt schmeißt das Eis ins Altpapier, ja? Altpapier-Fail. Ja, ich versuche ja immer bei den Videos, gerade bei den Vlogs, immer so ein bisschen Titel, die so ein bisschen attraktiv klingen, ja? Altpapier-Fail, nee, oder Altpapier ruiniert, nee, also das klingt alles so. Hier, Mann, das ist auch ganz cool. Also da oben. Auch Frischluft. Also das ist jetzt kein klassischerweise jetzt überdachtes Pooldeck, sondern das dient jetzt eher dem Windschutz, denn wir sind ja vorne. Und wer das zum Beispiel kennt, dieses Deck für, was ist das dann, das Deck, was auf der AIDA Prima Perla ist für Suitengäste oben, das heißt ja, ich habe es vergessen, wie, Patio-Deck. So, da bin ich vorne, hab dann halt das Problem, dass der Wind da irgendwie reinhaut. So, und hier hat man nun versucht, hier wahrscheinlich mit einer preisgekrönten Dachkonstruktion dem Ganzen Herr zu werden. Ja. Also, ja, das ist so ein bisschen ja hier das Konzept eigentlich von dem Solarium. Hier finden durchaus auch mal Partys statt. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach nur ist so nach dem Motto, ja, man sitzt hier und guckt irgendwie gegen die Wand oder guckt wahlweise auf Malaga. Das ist es nicht, sondern es ist eben so, ja, dass das Ganze multifunktional zu nutzen ist. Ne? Und das Ganze mittlerweile auf mehrere Decks, auf zwei Decks. Die ist denn hier eigentlich so die offizielle Whirlpool-Temperatur, gemessen um 13.11 Uhr. Oh, das ist hier richtig schöner Whirlpool. Also das ist so richtig schön, ja. Man sagt, wie sagt man, ey, man sagt das Wort, sagt man nicht, pisswarm, aber na, das ist richtig angenehm, ne? Wo man sich vorstellen kann, so okay, man sitzt da erstmal zwei Stunden, kann die Haut hinterher abkratzen, weil sie komplett aufgeweicht ist, aber hier sind noch irgendwelche Attraktionen, nee, hier wird schlicht noch nicht, hier sind sie noch nicht fertig, hier wird noch gebaut. Symphony of the Seas introduces the Big Wonder. Nur was soll denn das Big Wonder sein? Einfach nur dieses Kunstwerk da oder was? Was ist das? Das erschließt sich jetzt mir nicht. Siehst du, also man sieht, schlecht vorbereitet geht hier auf den Rundgang. Jetzt könnte man sagen, schlechtester Live-Rundgang ever. Vielleicht wäre das irgendwie ein Titel, den viele gucken. Aber das stimmt gar nicht, weil das ist so tolles Wetter. Hallo. Überall Lifeguards hier gerade schon wieder. Also, ich gehe runter. Verpasse ich dann hier oben was? Nö, wir haben das Deck komplett abgearbeitet sozusagen, ja. Ja, ach, sag mal. Das sind hier aber, jetzt kommen wir es wirklich, diese Stühle, also jetzt, die habe ich tatsächlich hier schon mal nämlich gesehen. Die stehen an der Außenalsterbar auf der Mein Schiff, ich bin nicht sicher, 5 oder 6. Das ist das Modell, eventuell ist die Farbe ein bisschen anders, aber das ist, ja, also Stichwort TUI Cruises, ja 50% Beteiligung von RCL Cruises, was ja auch die Mutter ist von Royal Caribbean International, das sind die doch hier, also... Naja gut, dann, das ist halt wie in jeder Firma auch. Dann kaufen sie ein paar mehr, dann kriegt man halt große Rabatte. So funktioniert das Ganze, ne? Ah. Ja, also das ist ja jetzt so ein Pool.
wo ich jetzt so auf Augenhöhe bin, wenn die Leute da jetzt so drin sitzen, ich weiß gar nicht, ob man das so will, oder? Also wenn man da so, man sitzt da jetzt drin und irgendwie will man ja immer, wenn ich im Pool sitzen würde, da will ich eigentlich jetzt gar nicht, dass da jemand in den Pool gucken kann. Aber hier hat man jetzt so direkt hier sozusagen den Promenade View. Ja, also ist halt die Frage. Ist halt die Frage, vielleicht macht man das noch, vielleicht sollte eigentlich hier Milchglas geliefert werden und haben sie nicht oder so. Aber ja, gut, schön. Aber auf jeden Fall, so grundsätzlich, ja, grundsätzlich eine ganz schöne Geschichte, muss man natürlich sehen. Es ist jetzt schon ganz schön knallig und das dürfte natürlich bei 30 Grad oder so, bei 30 Grad ist das natürlich auch noch mal ganz anders und so. Ja, ach so, wo ist jetzt der rettende Ausgang? Also, hier. Da sind wir wahrscheinlich jetzt hier über der Brücke, vermute ich mal. Das ist dann immer wichtig, wahrscheinlich, dass es Trittschall gedämmt ist, ja, weil sonst der Kapitän ja die ganze Zeit irgendwie genervt ist. Was trampeln mir die Leute irgendwie auf dem Kopf rum? Ja? Wobei es ja so ist, dass der Kapitän jetzt ja gar nicht immer da ist. Aber so, guck mal, und jetzt hier habe ich auch mal, ich habe es genannt, Mutprobe über Meer. Das war also eher der missglückte Versuch, irgendwie einen guten Titel zu haben. Ja? Ich meine, klar, ich bin jetzt hier sehr hoch, aber ich habe jetzt hier Glas und denke so, ja, so what? Also es ist jetzt nicht so die ganz Riesennummer. Einmal da der Blick, ja, auf den Platz, wo dann jemand runtergelassen werden kann oder hochgeholt werden kann vom Hubschrauber. Ja, hier eben, wie gesagt, die Brücke. Ja, dieses Vorderdeck sozusagen, das ist natürlich dann eher Crewbereich. So, das ist natürlich nicht so wirklich schön, muss man sagen, aber... Ja, sowas gehört irgendwie immer dazu heutzutage, so irgendwelche verglasten Bereiche, ja. Auch gerne, auch bei den deutschen Freunden bei AIDA, bei TUI Cruises, die haben ja alle auf einigen Schiffen zumindest sowas, wo man dann irgendwie so lang geht, so. Ja, also gucken wir mal. Das ist wieder der Moment, wo ich mit meinem Latein am Ende bin fast, weil ich jetzt doch in Erinnerung habe, so viel war hier nicht mehr. Oder war jetzt hier noch Teens Club? Aha. Das ist der Irrgarten hier. Vor allen Dingen. Ja, das war der Alarm. Aber wir gehen mal. Komm mal jetzt rein. Weil ich hätte jetzt nämlich nicht gewusst, wie man hier wieder hinkommt. Das scheint hier der Kids Club zu sein. Interessant auch hier, ne, die Regeln. Schuhe und Hände, Respekt, Listen, Ask, Türen, Hands and Feet, Have Fun. Das finde ich sehr interessante Regeln. Aber das ist das, kann man das da wegmachen? Ah nee, das ist festgeklebt so richtig. Also Respekt ist klar, hört immer zu, ja, fragt. Aber Türen, was ist mit den Türen? Wahrscheinlich darf man nicht an die Türen, damit dann keiner rausläuft oder so, ne? Aber guck mal, Kids Club oder ich weiß gar nicht, Teens Club, gehören heutzutage natürlich auch so Spielekonsolen dazu. Früher hätte man gesagt, so, dass die Rezeption hier mit so vielen Rechnern, aber heute ist es der Teens Club oder der, ja, was ist denn das hier? Halbinformation. Voyagers, 9 to 11. Ach krass, ja, 9 to 11, also gar nicht nichts, ja, fast Teenagers, so Halbteenagers. Und hier ist dann das Adventure Science Lab. So, hier ist wahrscheinlich, wenn ich ins Labor gehe, dann gibt es wahrscheinlich Großalarm. Nee, das Labor ist gleich abgeschlossen. Das ist gar nicht vorgesehen. Ah ja, Explorer 6 to 9. Hello. Ja, das ist hier also dann der Kids Club. Auch wieder für die Kleinen tatsächlich auch wieder so viele Computer. Ja, das scheint heutzutage nicht mehr anders zu gehen. Ne? Leider, ja, auch gerne schon beobachtet, durchaus schon beobachtet von mir auf amerikanischen Schiffen. Kids Club dann durchaus ohne Fenster. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, also. Ach, guck mal, Hula Hoop, das habe ich in einem Video auch schon mal probiert. Das werde ich nicht mehr. Also den Gefallen werde ich euch nicht tun. Thank you, bye. So, den Gefallen werde ich euch nicht tun. Ach, aber wie viel? Hello. Ich meine, guck mal, sind wir hier durch einen Zufall nur reingeraten, hätten wir die Alarmtür nicht geöffnet. 3 to 5, 3 to 5. Hier gibt es jetzt aber noch keine Computer. Nee, hier ist die Kindergartenwelt noch in Ordnung. Ah, eine weitere Rutsche. Ja. Man sieht... Ach, guck mal, siehst du, und hier, das finde ich auch sehr sympathisch, hier, siehst du, bei Kindern können nämlich auch Wasser trinken, ne? So ein tiefes Waschbecken, so, da. Das ist jetzt nicht so, dass Kinder nur Cola und so trinken können, nee, Wasser. Ich meine, gut, das ist auch das Einzige, was kostenlos ist. Nein, ich meine, ich selber habe als Kind tatsächlich Wasser gehasst, ja.
Also, weil ich mir dachte, das schmeckt nach nichts. So. Heute denke ich so manchmal, da hättest du öfter mal ein bisschen mehr Wasser getrunken, ja, aber hat man immer nur so, ich bin ja so die Generation, wo man dann so, da hat man ja früher so in den 80er Jahren hat man 100% Orangensaft getrunken, ja, weil man dachte, ach, ist doch gesund, ja. Also einer der größten Irrtümer der Ernährungsgeschichte. Das ist hier, glaube ich, hinter den Kulissen, da gehen wir, oder? Ach, der Art Room, Imagination Studio. So, ja. Okay, ich bekomme hier Signale, hier lang zu gehen. Ah, Adventure Ocean Theater. Also, ehrlich gesagt, wow, cool. Das ist ja richtig nett hier. Sehr schön. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das beim letzten Mal, also ich bin jetzt, tue jetzt so überrascht, wenn jemand anders mal in das Video von der Harmony of the Seas reinguckt und dann feststellt, du warst doch letztes Mal schon hier. Das sind halt wirklich dann die Sachen, ne? Einmal ganz kurz drin gewesen, erinnert man sich dann leider nicht so wirklich. Ist das denn jetzt hier? Das ist aber nicht Findet Nemo. Nee, das sind irgendwelche No-Name-Fische wahrscheinlich. Findet Nemo, da muss er wieder Lizenz kaufen oder so von Disney oder wer auch immer. Babies and Tots. Beziehungsweise erstmal hier, ist das auch hier Babies und Tots? Nee, das ist einfach nur, das ist einfach nur eine Spiel-Area. Das ist, vermute ich, die unbetreute Variante. Also unbetreutes Spielen. Und hier ist dann die Nursery. Da dürfen wir wahrscheinlich rein ab ein paar Monaten. Und dann eben auch, ich kann ja mal einfach, dann aber mal mit Betreuung, sorry. Oh, is it closed? Ist abgeschlossen. Hello. Hi. The little one decided to lock us in. Ja. It's locked. Attention, attention. So, hier gucken wir einmal rein. Ah. Das sieht aus jedem Grund auf jeden Fall schon mal sehr professionell aus. Also es sieht so aus, als ob dann da jemand sitzt und dann da die Kinder beobachtet. So, hier, das sieht dann so aus wie zu Hause. Ja, also wir haben neulich ein Video gemacht, hatte ich das gerade schon den Satz begonnen, wo wir mal ein bisschen gesprochen haben über Babyurlaub, Kreuzfahrt mit Babys auf der Mein Schiff. Also, thank you. Hi. Oh, 6 months up to 3 months. Very good. Up to 3 years. And our next group, 2 to 5. Oh, yeah. 9 to 11, and then our teens program up to 17. Good to know, Martha. Thank you very much. Also ab 3 Monaten, Quatsch, nein, ab 6 Monaten bis 3 Jahre. So, was rede ich denn da schon wieder? Ja, so, also das ist im Grunde so die Geschichte. Was ist das denn hier? Smile, you are on camera. Ach so, das steht da einfach nur, dann kann man da reingucken, haha. Aber Smile, you're on camera. Sind das die Überwachungskameras? Das, diese Dinger da. Das ist ja, wo man denkt, das ist Rauchmelder. Da ist jetzt hier wirklich 360 Grad. Das ist ja schon Hightech heutzutage, wirklich. Also irre, irre. Hallo? So, was ist hier? What is this? Join the... What is the Rubik? Is it the escape room? Yes. Oh! Maybe we have just a, oh, it's still in progress. Also es ist, das hier ist der, ups, dunkel hier. Das ist der Escape Room, den es ja auch gibt. Oh, beziehungsweise die Kamera ist aus gerade, stelle ich fest. Also das hier ist der Escape Room, genau. Also da wird noch ein bisschen, ja, da wird also noch ein bisschen gearbeitet. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht minutenlang hier die Kamera ausmache. Ist natürlich nicht so ganz einfach, aber wir haben ja immer noch die Kamera, also insofern. Wird alles gut am Ende? Und wenn nicht alles gut wird, ist es noch nicht am Ende. So, jetzt müssen wir ein bisschen nur runter. Ich hoffe inständig... Oh nein. Ah, wir sind falsch. Also, beziehungsweise so falsch sind wir nicht. Ja. Ja. Es ist alles so schön geplant. Wir müssen jetzt... Naja, gut, wir gehen da einmal rüber. Nützt ja nichts. Wir gehen jetzt einmal darüber, müssen in das andere Treppenhaus. Wir sind jetzt auf Deck 14 und wollen jetzt runter auf Deck 12. Da ist nämlich einmal dann ein Kartenraum. Ja, so könnt ihr auch mal hier die Flure natürlich sehen. So, das ist natürlich ja, ganz normal. Ja, was ich halt heutzutage habe hier, ich kann hier dann meine Karte nur noch ranhalten, muss sie dann nicht mehr ranstecken. Aber das ist ja so üblich auf neuen Schiffen. Ja, so. Ich meine, man muss nachher mal wirklich hier auf den Schrittzähler gucken, ne? Also wenn ich hier wirklich langlaufe, das ist irgendwie so, da entspricht einmal der Live-Rundgang einem Halbmarathon so, ne? Also es ist wirklich so, das ist wirklich auf dem Schiff der Wahnsinn. Ich habe ja neulich mal ein Video gemacht, so
Ja, ich versuche mal gesund zu leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Also ich kann, wenn ich will. So ist es nicht, muss man wirklich sagen. Da haben dann Leute aber zu Recht geschrieben, da bin ich dann mit dem Fahrstuhl gefahren. Das war natürlich schon Fail Nummer 1. Ja? Also das war natürlich Fail Nummer 1, wenn zum gesund leben auf einem Kreuzfahrtschiff gehört natürlich Laufen, Laufen, Laufen. So. Ja, aber es nimmt kein Ende. Ne? Also, ich weiß noch, früher in der Grundschule, da hatten wir einen Sportplatz, 400 Meter Bahn, ja, und zweimal rumlaufen und ich war fix und alle, ja. Und wenn man überlegt, so 400 Meter, das ist fast so die Länge des Schiffs, ja, also das ist wirklich, also, ja, dagegen ist ja wirklich so eine Tartanbahn da, nichts dagegen und immer noch nicht da, Mann. Also super Rundgang, ne, wo nur die ganze Zeit durch irgendwelche Gänge läuft, vielleicht wäre das ein neues Format, wo, ach, ja, hier. So, jetzt müssen wir... Ich glaube, dass wir hier alles gesehen haben. Einfach nur noch runter auf die 12. So, und das alles wegen eines Kartenraumes. Der spannendste Ort. Nee, aber hier ist erstmal Wonderland. Habe ich jetzt den Kartenraum aus... Also der Kartenraum, den lasse ich dann mal Karten... Ach, der war ein oben. Aber ich lasse jetzt diesen blöden Kartenraum sein, weil wir sind auch gar nicht wegen des Kartenraums her, sondern wegen Wonderland. Wonderland, auch noch ein relativ neues Konzept. Ja, wobei ein paar Jahre ist es schon alt. Aber relativ, doch, relativ neu noch das Konzept. Das ist auch so ein Specialty-Restaurant, wo es ist relativ gar nicht so leicht zu erklären mit zwei Sätzen, was nun hier das Besondere ist. Aber hier gibt es nun so ein bisschen eine magische Anmutung, magische Atmosphäre. Hello. Hier gibt es immer so Sachen, die so ein bisschen ja, fancy sein sollen und so. Also, ich habe dann hier auch schon mal gegessen und man hat, ja, die Leute sind, hallo, sind also besonders schön angezogen. Ach, guck mal, hier, neue Karten hier. Das ist hier so im Stil so von so einem E-Reader, ja. Ah ja, can I try it? Yes, sir. Oh ja, whatever, what is it? It's called the grapcon. At the bottom we have wasabi. In the middle we have two different kinds of crab meat. There's the King Alaskan and the Tambulam. Crab cake. And on top caviar. Sehr lecker. So, und wir sind immer noch nicht, also man kann gerade mal rausgucken, immer noch nicht so ganz vorgedrungen. Ja, hier unten nochmal Etage Nummer 2 vom Wonderland. Ja, also das ist ein Restaurant, ich glaube locker $45 oder so. Hier zahle ich meiner Erinnerung nach eine Pauschale. Und da gibt es dann so ein Rindfleisch direkt vom Knochen oder so, was irgendwie 3 Tage gegart ist oder so, können auch nur 6 Stunden sein, weiß ich nicht. Aber so also es zerfällt, es fällt vom Knochen. Ne? Es muss ja nicht immer nur Rinderfilet sein oder so, nur wenn man was Zartes haben möchte, sondern nee, das geht also auch. So, ah, es hilft mir jetzt hier meinen Orientierungslauf, nämlich doch nochmal raufzugucken. Also Wunderland haben wir gesehen, Dazzles, ja. Wir fahren jetzt runter auf die 9. zu Dazzles und gehen dann weiter auf der 8, ja, also doch, alles wird wie gesagt gut auf der 8 und dann gehen wir da runter auf diese 6, doch, also es wird, so, runter mal, wir haben ja den Vorteil auf 8, wir haben ja den Vorteil, es ist immer so die Frage, ne? Sollen wir jetzt essen oder sprechen, also erstmal essen, ist ja so ein bisschen die Frage, wie lange sind wir eigentlich schon? 8:50. Oh Gott, die erste Stunde schon rum. Mensch, kann man ja langsam mal Werbepause machen. Aber Ja. Achso, oh, ja, guck mal. Das ist heute die Variante hier mit Kameramann. Das ist die Luxusvariante. Und ja, weil das ist ja, wenn man alleine ist, ist man nicht ganz so einfach. Aber heute habe ich gedacht, so, das ist halt die gute Kombination, indem wir halt hier meine Mini-Vlog-Kamera irgendwie noch dabei haben und dann immer, ja, und dann immer so zeigen können. Ja, weil das ist immer, der Kameramann kommt ja nicht immer hinterher. Zum Beispiel kommt er nicht, wenn ich jetzt hier auf das Schild gehe und sage, es ist, kann man es lesen, Tuesday, es ist Dienstag. So, sind wir jetzt da, so, 8. Aha. Hier, mittlerweile ja auch immer wichtig, hier so diese Onboard-Systeme, also wenn ich jetzt sage, okay, meine Kabine ist, da kann ich mit der Navigation, glaube ich, kann man da irgendwie machen. Wie genau, weiß ich nicht, aber das sind, Stateroom-Locator. So, wenn ich jetzt sage, ich wohne in
10610. Da, ach guck mal, so schön soll die, ist es? Superior Ocean View, doch, so soll die angeblich aussehen. Na, ist gut, es ist schön fotografiert, aber so, und da kann ich gucken, aha, da muss ich dann hin, offensichtlich. Aber wo bin ich jetzt? Das sehe ich jetzt gar nicht. Achso, Follow Highlighted Route to Destination. Achso, doch, da ist die Route eingezeichnet. Ja. Gut, okay. Also das nur kurz zur Erklärung. Dazzles. Hier, so müssen wir jetzt rein. Hier ist auch nochmal die Mehrsprachigkeit, kommt hier gut raus. Also ich habe einmal Englisch, dann Spanisch, dann Französisch, dann, was ist das nächste? Funchal, ist das Portugiesisch vielleicht? Funchal Privada? Ja, Portugiesisch, Evento Privato ist Italien. Ja, also ne, mehrsprachig, Reception Privé. So, das sind wieder Sprachen, von denen ich glaube, ich könnte sie sprechen. Also, Dazzles ist so eine Art, ja, mit Bar, ich weiß gar nicht, Nachtclub trifft es eigentlich nicht. Dazzles ist Dazzles. Also, na doch, hier wird auch getanzt, aber eben nicht, nee, Nachtclub, Nightclub, klassischer Nightclub heißt ja eigentlich eher so DJ und so. Und eine DJ-Kanzel, weiß ich nicht, gibt es hier, glaube ich, nicht. Ach doch, da oben vielleicht. Doch, da oben. Ja. Das ist so eine Location, die gibt es so auch auf den anderen Schiffen der Klasse. Man hat hier vor allen Dingen auch wieder einen ganz wunderschönen Blick nach draußen und sieht, oh Gott, es wurde ein Buffet da aufgebaut. Ich werde wahnsinnig. Ja, und wir sind hier drin, gefangen hier drin, während da unten das Buffet ist. Aber wahrscheinlich mit Schokofrüchten oder so was. So, schon wieder Essfantasien. Aber ja, so, ich meine, du kannst mal eben unten bleiben. Ich werde mal versuchen hier, ups, kurz mal die Variante. Oh, mein Knie, Mensch. Oh. Das ist der Moment, wo man alt wird, wo man merkt. So, hier kann ich also auch sitzen. Tada. Ja, und dann also hier nochmal der Blick eben, der Blick nach unten. Ja, also Dazzles. Ich meine, damit ist auch alles gesagt. So richtig spektakulär ist es jetzt hier nicht. Ich meine, klar, das lebt halt dann davon, ne? Dass ich dann irgendwie, dass ich tolle Musik habe, dass hier super Stimmung ist. Also man sieht schon hier Platz vor 5 Sänger hier wahrscheinlich. Ja? Oder ist hier die Pressekonferenz, ist glaube ich auch nachher hier, solche Sachen. Sowas wird dann hier auch gemacht, so ja. So, ich merke, da ist hinten, also wieder ganz wichtig, da ist hinten und wir gehen hier nach vorne. Denn es kommt, wenn da der Boardwalk ist, kommt hier der Central Park. Hm. Ja, also, ach guck mal hier, es war auch offenbar genug Geld da, hier so für wunderbare Kunst. Also wirklich, das ist gar nicht so abfällig gemeint. Nee, ist wirklich schön. Also null abfällig. Nein, finde ich ganz schön hier, ja, diese Geschichte. So, jetzt gucken wir mal. Also, ja, das war halt die Überlegung. Bevor wir hier erstmal 3 Stunden uns vorbereiten, so, dann fehlt uns die Zeit. Also frisch jetzt drauf los. Wobei im Central Park sind wir vorhin kurz gewesen, haben eine Kleinigkeit gegessen. Das Witzige ist ja, der Central Park scheint Vögel zu haben, wird man jetzt nicht hören können, aber die Vögel kommen vom Band. Also das ist wirklich ja, krass. Und da habe ich dann eben so Balkonkabinen, die eben Blick hier haben in den Central Park. Ja. Also das ist nun das Besondere eben an dieser Schiffsklasse, eben ja diese Balkonkabinen, die halt keinen Meerblick haben, ne? So will ich es mal nennen. In welcher Richtung gehen wir denn mal? Ach, vielleicht dann doch mal erstmal hier. Also Shops Grill, Steakhouse gegen Aufpreis. Also da, hello. Thank you. So, Steakhouse hier gegen Aufpreis. Das heißt, hier kann ich dann, hallo, hier kann ich dann irgendwie da Dinge essen, heute die kostenlos sind, aber ansonsten sitze ich hier natürlich, könnte sagen, erinnert ein bisschen auch an das Surf and Turf bei TUI Cruises. Wer weiß, hier vielleicht haben die extra einen Mitarbeiter, der nur dafür zuständig ist, im gesamten Konzert Steakhouse zu designen. Nein, meistens sind es weiß ich nicht, wie würde man sagen, Agenturen oder Unternehmen für Schiffsgestaltung. Also das machen die Companies in der Regel gar nicht selber. Ja, wir können mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. Also man sieht überall Leute, die wahrscheinlich hier das erste Mal durchlaufen. Ach so, ja, ein Blick auch mal auf Flora und Fauna. Ja. Alles echt tatsächlich, ne? Das ist jetzt nicht so hier, dass hier plastikmäßig da was läuft. Nein. Langsam habe ich auch wieder Durst. 150 Central Park, Fine Dining Location. Ja, auch wichtig natürlich hier immer, Hände desinfizieren. So, Hände desinfizieren, so.
Hier ist so ein bisschen so gediegene Atmosphäre, also Fine Dining, das, was so bei AIDA das Rossini ist, bei TUI Cruises, das Richards noch auf einigen Schiffen. So, das ist hier das 150 Central Park. Ja, also auch hier, wir haben es schon mal probiert. Das, also, es ist halt, ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja. Aber ansonsten fragen natürlich auch, eine der meistgestellten Fragen natürlich immer, was ist so inklusive oder so? Die normalen Restaurants, Windjammer Café, Buffet oder Bedienrestaurants, das ist halt alles inklusive. Aber eben halt klar, die Spezialitätenrestaurants oder so, das nur gegen Aufpreis. Ne? So, was ist jetzt hier? Fotoshooting oder was? Ach, guck mal. Was? Wer ist das? Ist irgendjemand Besonderes oder ist es aber nur der Tonassistent? Ah, nee, es geht um sie. Ach so. Die hatte. Aha. Ups, sorry. Spanisches Fernsehen. Okay. Ja. Also hier habe ich nun hier, was ist das? Die Trellis. Trellis Bar. Wieder auf jeden Fall Zeit für meine Sonnenbrille. Und ich muss ja gleich mal den Akku wechseln bei der Kamera. Das ist ja heute auf so lange Sendung, hier bin ich gar nicht vorbereitet. Also ich wechsle da gerade mal den Akku. Immerhin habe ich ja einen dabei. Ja, was wir da gerade nicht gesehen haben, das gucken wir uns vorhin nachher nochmal an, die Rising Tide Bar. Die Rising Tide Bar ist eine Bar, die steigt hoch und runter. Wirklich, auch der Wahnsinn wieder. Ja, da setze ich mich rein und dann braucht die halt eine gewisse Zeit und dann ist sie oben oder entweder unten. Ja, also das ist wirklich so, dass man, das ist auch was, das hat man damals hier mal eingeführt auf dieser Schiffsklasse und seitdem hat man das hier unverändert. Ja, hier gehen wir jetzt in einen Ort, den ich eigentlich ganz gern mag, nämlich das Parkcafé. Denn im Parkcafé, ah, so, guck mal, Strom ist auch wieder da, ein Traum. Ach, weil ich war falsch eingestellt hier. Ja, so, also Strom ist auch wieder da. Also hier gehen wir rein, Lunch, open for lunch and breakfast, Frühstück und Mittagessen. Hier kann ich mir eben auch so Sachen holen, eben mal ein Salat oder so, der dann auch abgepackt ist oder aber auch frisch, ja. Oder wenn wir hier mal gucken, so abgepackte Sandwiches, wenn man auf einen Ausflug geht oder so, kann man sich die mitnehmen. Wobei, die macht halt erst auf, glaube ich. Beziehungsweise, nee, da ist auch schon morgens geöffnet. Wobei, ich weiß nicht, ob es morgens schon die Sandwiches gibt, ehrlich gesagt. So, dann so kleine, ja, süße Dinge. Aber mein persönliches Highlight ist natürlich, steht das hier irgendwo? Nee. The Royal Kümmelweg. The Royal Kümmelweg ist ein, hallo. Der Royal Kümmelweg ist ein Roast Beef Sandwich auf einem Kümmelweg, also auf einem Kümmelbrötchen. Ja, und das eben mit so einer Beefsoße oder aber Spicy Mustard, Meerrettich oder. Ja, ah ja, jetzt kann man sagen, okay, nicht nur Sandwich oder so, sondern nein, ich kann mir hier auch einen Salat machen lassen. So, hey. Ja, also das ist schon alles ganz gut. Ja, so, also hier gibt es auch fertigen Salat. Ja, hier kann ich also ganz gut sitzen. Das ist insgesamt dann, aber man sieht schon, es ist deutlich voller geworden hier. Ach, wie schön. Hier gehen wir wieder raus. Also das Wetter, ich sag mal so, ne, das macht halt wirklich was aus, wenn so ein Schiff bei dem Wetter auch vorgestellt wird, wie es dann später im Einsatz ist. Ne? Das ist einfach so, bei Regen macht sowas definitiv keinen Spaß. Ja. So, hier kann ich dann auch wieder entspannt dann auch mal am Abend sitzen oder so. Es ist nicht so, dass das hier um 17 Uhr alles dicht macht, nö, sondern das ist natürlich hier rund um die Uhr geöffnet. Ja, und ist wirklich entspannt. Ne? Also, hello. Jamie's Italian by Jamie Oliver. Der amerikanische Markt ist ja jetzt so weit fortgeschritten, dass da also so, hello. Dass da so, very good, thank you, dass da so Kooperationen mit berühmten Köchen ja sehr populär sind auf Kreuzfahrtschiffen. Hier ist es nun mal Jamie Oliver, der englische Koch, ja. Und da gibt es dann hier Jamie's Italian. Das Ganze eben natürlich auch logischerweise gegen Aufpreis, ja. In Deutschland haben wir das ja auch mittlerweile, ne? AIDA macht ja mit Tim Melzer mittlerweile was. Oder aber TUI Cruises mit Tim Raue. Also man muss offenbar Tim heißen, um mit einer deutschen Reederei ins Geschäft zu kommen. Ja, also ja, das ist so ein bisschen so eigentlich der Trend, ne? weil die Reedereien sich natürlich überlegen, okay, wie kriege ich das hin, dass die Leute immer wieder kommen,
dann will man denen irgendwas Besonderes bieten und da denken sie, Mensch, den Melzer habe ich mal im Fernsehen gesehen, da steht das dran, dass der da ist. Der ist da zwar gar nicht, aber also ganz selten nur, aber ja, macht ja nichts. Ach so, ja genau, hier, ja, Vintages ist dann so eine klassische Weinbar. Also klassische, ach guck mal, jetzt habe ich gerade so ein Déjà-vu, weil irgendwie, hier erinnere ich mich auch, war ich dann letztes Mal auch drin natürlich, also beim Durchlaufen, aber irgendwie sah es da genauso gleich aus. Da standen Leute, es war tagsüber. Ja, also man sieht, ja, das ist irgendwie, das ist mal so ein bisschen so die Geschichte, klar, man kann nicht jedes Schiff neu erfinden. Ups, ach hier wieder andere Stühle aus der Baureihe da von oben, so sieht man das aus. Ja, hier sind dann immer mal so Lichthöfe, die dann da weiter nach unten gehen. Wo die dann hinführen, werden wir dann sehen. So, jetzt habe ich mir ja gemerkt, vorne ist, wo die Rutschen sind. Also wir sind jetzt weiterhin vorne. Ja, auf der anderen Seite können wir auch noch mal gucken, aber da sind nur so langweilige Sachen wie Shops. Also nicht Shops Grill, sondern Shops mit S. Also jetzt nicht das Steakhouse, ups. So, Hublot Bulgarie. Bulgarie, ja. Ja, also das sind natürlich so die Sachen, manche Leute machen das gerne, einkaufen auf Kreuzfahrt, aber ich selber jetzt eher nicht so. Ich habe nur mal was gekauft, als mein Koffer nicht ankam, also wer das damals mitbekommen hat. Das war ja eine sehr spezielle Geschichte, ja. Vor allem, dann haben sie hier, dann hast du diesen ganzen Luxuskram, aber was sie nicht haben, ist mal so Unterhosen oder so, ja. Dann kommt der Koffer nicht an, dann kannst du gar keine Unterhosen kaufen. Also das ist wirklich so ein bisschen schwierig. So, wenn mich mein scharfsinniger Orientierungssinn nicht trügt, kommen wir jetzt hier erstmal nicht mehr weiter, sondern jetzt müssten hier Kabinen kommen. Ja, guck mal, ich bin heute so gut vorbereitet wie noch nie, ne? Hier, also wir sind jetzt auf 8 und würden dann mal runterfahren. Tja, es kommt noch so viel. Wahrscheinlich, das dauert noch eine Stunde, das Video. Wir würden mal runterfahren auf 4, würde ich sagen. Und dann machen wir jetzt noch 4. 5, beziehungsweise, warte mal, ist es schlauer? Es ist echt kompliziert. Verdammt! Es kann ja erstmal nicht schaden, wenn man mit 4 beginnt. Wir gehen da 4 durch das Studio, dann zum Casino, Main Dining Room, dann gehen wir einmal hoch, dann gehen wir die Royal Promenade lang und dann, ja, wir gehen, ja, ja, 4. So. Also, der Versuch, genau. Wie durch ein Wunder ist auch hier schon der Knopf gedrückt. Die 4. Also, man muss ja mal sehen. Ne? Gut, oben haben wir jetzt schon alles abgegrast. Das ist ja so in der Mitte gerade gewesen, die 8. So, aber jetzt kommen noch halt so die ganzen, ich sag mal so, Unterdecks. Ne? Also, ja, das. So, jetzt sind wir auf 4. Ja. Hey je. So, und von 4 muss ich mich dann tendenziell wieder hocharbeiten auf 5. Also. Genau, weil jetzt sind wir weit unten. Ja, in diesem Theater, auf das wir jetzt hoffentlich zukommen, normalerweise sind dann immer schwere Türen closed for rehearsal. Ja, guck. Ach nee, das sind keine Türen. Nee, man kommt wunderbar rein hier. Hier läuft Hairspray, Original-Musical-Produktion. Das ist natürlich auch wieder, weil man natürlich sagt, so, okay, man will den Leuten richtig, richtig viel bieten. Oh, es wird auch gerade... Das sieht auch typisch nach so einer typischen Musical-Kulisse aus hier, ne? Also man will den Leuten was bieten, eine Originalshow am besten, ja, weil die Leute dann sagen so, okay, da kriege ich jetzt einen Gegenwert, das würde mich sonst $150 noch gucken, kosten, auf dem Broadway das anzugucken. Ja, also das ist so ein bisschen das Konzept. Normalerweise auch mit Live-Musik, ich weiß gar nicht, wie es hier ist, mit Live-Orchester. Ja, also das ist schon normalerweise ja richtig, richtig cool. Man sieht aber schon, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, ganz so dunkel ist nicht, aber man sieht schon, das Theater ist nicht so richtig riesig. Also riesig ist es gar nicht, es ist, sag mal so wie es ist relativ klein. Das liegt aber auch daran, dass man nicht, gibt auch noch ein Deck darüber, das sehen wir jetzt gerade nicht, aber kann ich jetzt noch mal vorgucken. Aber ist es relativ klein, aber man soll hier eben auch nicht, man kann hier auch nicht jeden Abend hin, ne? Man braucht dann ein Ticket. Man holt sich dann Tickets für Hairspray oder aber für die andere Show und ja, dann ist man hier, ansonsten ist man hier nicht. Ja, also das ist einfach so, das ist jetzt hier nicht so der zentrale Ort vom ganzen Schiff, wie das jetzt vielleicht, ja, wie das jetzt vielleicht bei anderen Reedereien oder nicht bei anderen Reedereien, aber okay, wie das auf anderen Schiffen eben ist. Aber hier bin ich halt, ja, langsam so bei Dimensionen, wo das eigentlich nicht möglich ist mehr, ne, noch so ein Theater zu haben, wo wirklich jeder Zweite oder so reinpasst, ist normalerweise immer so die,
so die Größenordnung, die man versucht, aber das geht dann hier nicht mehr. So, also, ja, jetzt gehen wir hier weiter Richtung, es ist ja, was Entertainment angeht, die Schiffe von Royal Caribbean sind, was Entertainment angeht, die besten Schiffe in der Welt, ja, aber wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, man muss das bezahlen, das kriegt man halt nicht so als das, als Nebeneffekt, so nach dem Motto, ach, ist auch ein bisschen Entertainment, so nein, da zahlt, also das ist fast so der Teil, ja, der das Produkt einfach ganz deutlich prägt. Jazz on Four, klassischer Jazzclub. Da erinnere ich mich gerade an eine Geschichte, dass ich mich hier mal sehr unbeliebt gemacht habe. Auf der Harmony of the Seas haben wir hier gesessen und dann haben wir uns irgendwie unterhalten. Das war nicht gut. Weil offenbar waren wir die Einzigen hier drin, die sich unterhalten wollten. Das war, und dann wurden da irgendwelche Sprüche gemacht und so. Und auch gleich die Musiker dann auch schon. Also ich erinnere mich, das ist hier nicht, dafür nicht der beste Ort, um sich zu unterhalten. Sondern das ist einfach so, ja, dass man da einfach so reingeht. Ja, jetzt auf der anderen Seite, wenn mich meine dunkle Erinnerung, wie sagt man, wenn es mich, egal. Geht es nicht da in den Nightclub? Also den gibt es hier schon, weil ich erzähle ja immer in meinen Videos, oh, der Trend geht weg vom Nightclub. Das stimmt, aber der ist erst auf der anderen Seite. Ach, ich muss die Sätze zu Ende führen. Hier ist erstmal der Diamond Club. Ich kenne mich nicht so sehr aus, hallo, ich kenne mich nicht so sehr aus mit den Statusvorteilen, die es gibt bei Royal Caribbean. Da habe ich halt ein Statusprogramm, weil das ist so ein bisschen so die Geschichte, wie man da wirklich versucht, die Leute an sich zu binden. Ja, indem man nun so ein Programm hat, wo du je nach Anzahl der Nächte an Bord dann Zugang bekommst zu speziellen Bereichen. Und das hier ist eben der Diamond Club. Dann bekommst du, glaube ich, teilweise da kostenlose Cocktails oder so. Ja. Also das sind eher so Sachen, das kann man dann zum Beispiel bei meinem Kollegen Franz Neumeier, der große Experte ist für Royal Caribbean von cruisetricks.de, kann man das nachlesen. Ja, da steht das alles. So, wow. Aber die sehen ja, hätte ich jetzt Hunger, würde ich jetzt was essen, aber mega, Wahnsinn. Also die sehen richtig gut aus hier. Also eine Vegetable Egg Sandwich, so. So, währenddessen deutet sich die nächste Katastrophe an. Ich muss mal meinen Schuh gerade zumachen, weil das ist nicht, dass ich hier einmal stolpere. Ugh. So. Ach. In Wahrheit kann ich einfach nur nicht mehr laufen wahrscheinlich. So. Nee. Nach dem Motto sind eine Stunde. Wie ist der Stand jetzt? Eine Stunde und? Eine Stunde 17. Die Frage ist, wird der Rekord eingestellt heute? Thank you. Wird der Rekord eingestellt von einer Stunde 45 von Aida Prima? Es ist aber auch so, muss man fairerweise sagen, das heißt, wenn du jemanden dabei hast, dann ist es einfach so, dass man da nochmal ja, sich etwas ausführlicher dem Ganzen widmen kann. Ah, The Attic, das ist doch aber der Nachtclub, oder nicht? Ach, wie gesagt, ach so, ja, hier. Aber das sind doch diese Türen, die normalerweise, die sehen immer sehr geschlossen aus, aber, genau. Genau, also das ist, achso, oh, hello. Is your family? Oh, ja. Yeah. Also das, oh, no, no, it's just fine, it's just video, but it's okay. Is it comedy here? Oh, yeah, yeah, come in the nightclub later? Yes, 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 ah. So. Yes, yes, so see you later, yeah. Also schnell wieder raus hier, da ist der Comedian, der hier heute Abend eine Show macht. Wie? Ach ja, geht wieder, guck mal, die Sesamtür geht wieder zu, das finde ich gut. Also, Mischung aus Comedy Club und Disco. Ich habe in anderen Videos schon mal gesagt, der Trend geht weg von der Disco. Grundsätzlich stimmt das, ne? Also, Steve McGrew, na, der war das nicht. Der hatte keine Haare mehr, glaube ich, gerade. So, also der Trend geht weg, aber man hat hier dann so Venues, die man multifunktional nutzen kann, wie eben dann für Comedy und Disco zum Beispiel. Ja, hier auch wieder so ein absoluter Wow-Bereich, muss man sagen. Wow-Bereich ist einfach so. Ne? Das ist hier diese Eislauf-Arena Studio B. Das ist einfach so, wo man denkt, so, ja, was, das ist so dieser Effekt, wo du denkst, so, was gibt es noch alles, ne, auf diesem Schiff? Das ist einfach so, es ist halt diese Schiffsklasse ist der wahnsinnigste, das ist die wahnsinnigste Klasse auf der Welt, ist wirklich so. Ja? Und was man jetzt hier neuerdings noch machen kann, das Ganze, auch da überlegt man ja wieder,
wie kann ich das Ganze multifunktional nutzen? Das Ganze kann umgebaut werden zu einer Lasertag-Spiel. Ne? Also, wobei dafür ist, ich habe das ja schon mal gemacht in Hamburg, ist das nicht dafür ein bisschen klein? Wahrscheinlich ist der Kram, der dann da hinten zu sehen ist oder so, sonst vielleicht sind das da die Sachen dann, aber für Lasertag kommt mir, ja, ich habe es natürlich jetzt noch nicht gesehen, oder ob dann da hier auch das hier oben mit einbezogen wird, hier ja denn die Sitzreihen oder so, das weiß ich natürlich nicht, aber so, Casino. Also, in Vorbereitung jetzt auf mein Münzschieber-Experiment. Also, ich werfe 100 Dollar rein und gucke am Ende, was kommt bei raus. Wollen wir denn noch mal gucken, ob es diesen Münzschieber hier auch wirklich gibt? Das Problem ist ja, dass deswegen, ich hoffe nicht, dass es daran scheitert morgen, dass sie uns da nicht filmen lassen, weil man darf ja in so einem Casino nicht filmen. Ah, ja, das Problem ist, der Münzschieber ist da, aber die Münzen sind nicht da. Also, das ist ja schon wieder jetzt die große Frage hier. Wird es uns gelingen? Werden da bis morgen noch die Münzen auftauchen? Wahrscheinlich muss aber auch extra ein Spezialist kommen, der diese Münzen da ablegt, dass möglichst wenig dann rüberfallen. So, da gibt es wahrscheinlich extra Spezialisten, die Münzen da so hinlegen, ja, dass man irgendwie denkt, so, okay, möglichst wenig Gewinnchance. Aber also da hoffe ich, da passiert bis morgen noch was. Das wäre ja, also jetzt will ich das mal machen. Jetzt habe ich mich wirklich durchgerungen, diese 100 Dollar zu investieren. Wobei man gewinnt ja auch was. Vielleicht kriegt man ja am Ende viel mehr raus, aber naja. Casino, riesig, auf amerikanischen Schiffen. So, am Ende geht es wieder darum, ne? Es ist halt die Entscheidung für die Reederei, so nach dem Motto, ja, was, ich habe Platz, was mache ich? So, baue ich Kabinen, habe ich die und die Einnahmen, so, nutze ich den Platz anders, will ich natürlich mehr Einnahmen als jetzt mit Kabinen erzielen. Das ist eine relativ simple Geschichte. Und dann weiß man offenbar, okay, so der Gästemix, den ich so erwarte, hallo, der Gästemix, den ich erwarte, der ist offenbar auch Gambler, der spielt gerne. Ja, und dann kann ich ein entsprechend großes Casino bauen. So. Man muss aber sagen, auf diesem Schiff, es ist so eingebaut, das Casino, ja, dass man dem durchaus entgehen kann. Ne? Das ist so ein bisschen anders bei NCL. NCL sind die Casinos so in der Mitte vom Schiff, im Herzen des Schiffs. Dem ist hier nicht so. Ne? Also hier ist es wirklich so, ja, dass das so an so einer Stelle ist, wo ich gar nicht unbedingt immer langkomme. Ja? Also dem kann ich irgendwie ganz gut ausweichen, wenn es mich nun jetzt persönlich, wenn es mir persönlich nicht gefällt. Ich denke immer so, ja, okay, es ist eine Option, ja, aber ich muss es ja nicht machen. Auf der anderen Seite zeigt das halt auch so ein bisschen, wo wir hier sind. Ich sage ja immer, wenn eine Reederei eine Stadt wäre, wären wir hier in Las Vegas, völlig klar. Nicht nur bezogen auf das Casino, sondern überhaupt an die Perfektion der Unterhaltung oder so. Das ist auf einem Level, was es so in Deutschland, in Europa meiner Ansicht nach so nicht gibt. Ne? Das ist eben wirklich was, ja, wo man, das ist wirklich was, sowas, was man am ehesten so in Las Vegas vorfindet. Und ich glaube auch, also ich nehme an, auch dass so die Executives, also die ganzen Bosse von Royal Caribbean, dass die immer regelmäßig da in Las Vegas unterwegs sind. Ganz lustige Geschichte auch. Viele sagen ja immer auch so, der Kreuzfahrtmarkt am Wachsen. Wie stark wächst er denn noch und wird er überhaupt noch wachsen? Wenn man mal überlegt, dieses Jahr 16 neue Schiffe, die haben so viel Kapazität wie die drei größten Hotels in Las Vegas. Das ist alles. Man denkt so, wie, das ist alles? Ja. Also das ist tatsächlich so. Die Riesennummer ist dann halt so der Kreuzfahrtmarkt ja, am Ende so doch noch gar nicht. Ne? Also weil viele immer denken, okay, wo soll das hinführen? Ja? Aber wir gehen ins Hauptrestaurant. Ja, man hat mehr oder weniger mittlerweile alle Pläne beerdigt. Wo es jetzt darum ging, kulinarisch ein bisschen was anderes mal zu bieten, das Hauptrestaurant aufzuteilen. Das hatte man mal versucht auf der Klasse eben mit der Quantum, auf der Quantum-Klasse, Quantum of the Seas. Aber man hat sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Jetzt hat man wieder klassischen Main Dining Room. So, ab hier auch wieder die hohen Stühle tatsächlich, ne? Also die vom Kaiser von China. So, also die sind hier auch wieder. Und ansonsten aber natürlich in einer Größenordnung, bei Royal Caribbean dann gerne mal über drei Decks. Ne? Also von da unten, so, Wahnsinn. Ja. Ach, guck mal, so ein schöner Leuchter. Ja, sieht ja im Großen und Ganzen sehr gut aus. Ach so, ich bin schon mal am Gucken, wo denn gleich die Treppe ist. Ob wir denn hier gleich? Ne, wahrscheinlich müssen wir wieder raus, macht auch nichts. Mahlzeiten hier im Hauptrestaurant.
Es wird auch Frühstück serviert, ganz wichtig. Ja? Wer das morgens nicht mal probiert hat, also es sei denn, er findet es doof, morgens bedient zu werden, der verpasst die Hälfte. Weil das ist ja sowas, so ein gewisser Luxus, bedient werden zum Frühstück. Ne? Das ist halt was, was ich ja so normalerweise gar nicht habe. In Hotels oder so, wenn ich jetzt mal in Deutschland im Hotel bin, wo werde ich denn dann noch bedient zum Frühstück? Ne? Das ist halt nicht mehr so. Ja, weil es halt unvorteilhaft und teuer ist für die Hoteliers. Ja, und es ist gut, dass ich noch... Ich habe hier wieder alles erwischt hier auf, habe alles gesehen hier, Wahnsinn. Also es ist so, dass das eben eine ganz nette Geschichte ist mit dem Bedienen. Mittags werde ich da auch bedient und natürlich am Abend sowieso. Und wie gesagt, immer im Preis enthalten. So, wir gehen noch zu einem Platz, den ich auch sehr gerne mag. Ich liebe ja mittlerweile, auch wenn ich das früher nicht tat, Sushi. Ja, ich weiß nicht, früher konnte ich mit Sushi nichts anfangen, aber heute. Und da gibt es hier das Izumi. Izumi! Hello, hello, good afternoon. Afternoon, yes, something to taste, yeah. Yes, it's a salmon nigiri. This is the best. Oh, yeah. Very fresh. Okay, I take it. Nigiri shrimp. Shrimp. We call ibi. Yeah. No, it takes a one. Thank you. Was ich hier eben auch habe, sind so Teppanyaki-Tische. Auch sehr beliebt. Und da... Ja, voll im Mund hier, Mensch. Und da wird dann ja Essen gegen Aufpreis zubereitet. Ja, ist ja alles gegen Aufpreis. Nein, da habe ich halt einen Private Chef, also einen Koch, der da nur steht für mich. Ja, und das ist eine ganz nette Geschichte, ein ganz lustiges Spektakel. Gibt da auch Videos von, wie die da jonglieren. Ach so, ja, und hier kann ich dann sitzen. Und hier wird auch Sushi zubereitet, ja. Also, klassische Sushi-Bar. Wunderbar, thank you very much. Thank you. So, ich hatte gesagt, wir arbeiten uns von unten nach oben. Das heißt, wir gehen jetzt hoch. Sorry. Hält da 3 Sekunden mal die Klappe, dass das geht, Mensch. Ah ja, hier müsste gleich irgendwie was sein. Hier ist immer noch mein Dining Room, genau. Spa und so kommt auch noch. Ah ja. Aber jetzt kommt erstmal hier die Royal Promenade. Die Royal Promenade, das ist ja auch so ein Bereich bei Royal Caribbean. Ja, man sieht immer, wenn ich hier so winke, so, da meine ich so, geh schon mal weiter. Also wir verstehen uns blind. Das ist so ein Bereich, den gibt es, ich glaube, seit der Voyager-Klasse, Voyager of the Seas 2002. Und seitdem hat man das immer wieder perfektioniert. So. Und was man seit der Quantum-Klasse hat, ist hier diese... Wie heißt das nochmal? Bionic Bar. Also das ist die Bar, wo hier Roboter die Drinks mixen. Ne? Wo man sagt, so kriegen... Ach guck mal, jetzt geht der Schuh schon wieder auf hier. Wo man dann sagt, kriegt denn der Roboter auch die Service Charge, die man ja bezahlen muss, kriegt er auch. Ja? Also wenn der Roboter fleißig war, kriegt er auch das Trinkgeld. So, da sollte jetzt gleich was rauskommen eigentlich, oder? Ach nee, passiert gar nichts. Also da oben werden die ganzen Spirituosen geholt. So, das ist also eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte. Also diese Bionic Bar. Ah, guck mal, da wird jetzt was hier eingeschenkt. Ach Gott, hat er was daneben gekippt hier, Mensch, das Ferkel. Also, das ist natürlich... So, und jetzt kommt das hier so vorgefahren, normalerweise. Oder, aber ich glaube, man muss seine Karte dann hier ranhalten. Und dann kommt es vor... Ist es... you can hold it here, hold it, yeah. Dann hält man seine Karte daran. Und wie durch ein Wunder... Cheers. Wie durch ein Wunder ist der Drink dann fertig, ja. Ja, das gehört wahrscheinlich so eine Geschichte, die einfach so unglaublich teuer ist, könnte ich mir vorstellen. Ach so, und vorher, ja genau, Maker Shaker. Im Grunde, wir haben ja Zeit, im Grunde kann ich es hier dann bestellen. Ne? Also hier hält man das dann irgendwie rauf. Place your card, bracelet above. Also eigentlich, there. Ja. Mein Geburtsjahr, so. Das Geburtsjahr. So, Geburtsjahr. Ja, hat er nicht geglaubt hier. 1990, nix da, nee. Wobei, 1976. Das stimmt leider. So, jetzt kann ich sagen, hier ein Signature Drink, meinetwegen. Da kann, soll ich schon Alkohol? Es ist noch zu früh eigentlich für Alkohol trinken, aber eigentlich...
Ja, ich nehme, also warte mal, My Drinks, Signature, Bier, Tabene. Ich will mal so einen normalen. Also haben die, na gut, Mojito wird nicht möglich sein. Ich trinke mal einen Cosmo. Add to Cart. Guck mal, normalerweise viel Geld auf dieser Reise, freundlicherweise kostenlos. So. Tadada. Eine Minute. Naja gut, immer, wir haben ja Zeit. Aber, ah ja, ja, er hat jetzt begonnen schon. Aha. Dass ich hier harte Alkoholiker trinke, muss man aber sagen, ist sonst relativ unüblich hier vor der Kamera. Das ist, welche Seite ist es denn jetzt, woher weiß ich das denn? Ach so, ich weiß ja, ein Cosmo, weiß ich ja, der ist irgendwie rot. Ah ja, ach so, da kann man es, hier kann ich also sehen. Da ist also die Warteschlange, Wartezeit, okay. Und da das nächste ist 2 Minuten Matthias M. Weiß jeder, dass ich hier bin. Q1. Current Waiting Time 1,53. Okay. Mhm. Das ist aber nicht gut eigentlich, wenn man Durst hat, dann Alkohol zu trinken. Ne? Also vielleicht hätte ich erstmal Wasser oder erstmal einen Eistee trinken sollen, aber. Ja, aber es ist, ne, diese. Das ist diese Robotergeschichte ist eine der schrägsten Sachen überhaupt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das hier nur einmal gibt. Ja, aber das ist wirklich einfach, ist einfach der Wahnsinn. Ne? Aber klar, ne, natürlich geht es darum, ich meine, ansonsten muss ich schon da so $10 oder so, muss ich dann halt für so einen Drink schon rechnen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es da den Spaß dann da umsonst gibt. Also, aber gut, ich meine, klar, man hat ein Erlebnis und man kann irgendwie sagen, so, hey, man hat einen Cocktail bekommen. Man hat einen Cocktail bekommen von einem Roboter. Da steht ja immer noch 2 Minuten. Das ist, lassen Sie mich verhungern hier. Ah ja, und zwischendurch wird immer mal wieder, ups, sorry, wird immer wieder das Gefäß da auch ausgewaschen. Also es ist auch so, dass es hier sehr hygienisch zugeht. Firma KUKA, das klingt, ich hatte mal einen Kollegen, der KUKA hieß. Aber das klingt auch so sehr nach einem deutschen Anbieter hier, Firma KUKA. Ja, so, ist der das wenigstens meiner hier schon? Nee, oder? Nee, das ist kein Cosmo. Das ist kein Cosmo hier. Oder doch? Oder doch? Is it yours? Oh ja, ja, go ahead, so. Ah ne, okay, meiner ist es noch nicht. Aber jetzt. Ah ja, is mine the next one? Ah ja, aha. Ach, Converter. Ah, ja, kein Wunder, dass der Rundgang so lange dauert. Ich meine, wir können ja schon mal uns währenddessen hier, während er dann noch am Machen ist, weil jetzt haben wir schon mal den Roboter dazu Genüge gesehen, schon mal ansonsten hier schon mal umgucken. Das Ganze geht eben über ja, 2 Decks und da oben sind dann diese, von denen ich schon sprach, da diese Oberlichter, ne? Also wo man dann in den Central Park kommt. So, und das, ach so, ja, und hier vorne ist nämlich diese Rising Tide Bar. Also diese Bar, die aufsteigt und wieder niedergeht. Ja. So, das ist eine ganz witzige Geschichte. Im Grunde ist das aber auch nur der Vorbote. Auf der Celebrity Edge gibt es ja dann diesen sogenannten Magic Carpet, also eine Art fliegenden Teppich, der dann an der Seite vom Schiff ist. Also da muss man sagen, das wird auch nochmal eine ganz, ganz, ganz neue Dimension, ja, was ich dann da habe irgendwie an Attraktion. Ja. So, jetzt sehe ich schon da, sie ist da jetzt irgendwie am Rumschrauben mit dem Cocktail. Wahrscheinlich, ach Mensch, der Roboter hat alles verschüttet. Also, ja, also wahrscheinlich, guck mal, jetzt habe ich wahrscheinlich mit meiner Bestellung das Ganze kaputt gemacht, aber nee. Ja, ich glaube, Drink's ready. Ich glaube, wir tun mal so, als wäre nichts gewesen. Der Drink ist ja eh nicht da. Ist eh gut, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, also von daher. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Also Rising Tide Bar. Auf der anderen Seite die Rezeption. Hier kommt man rein heute. Also der Eingang. Das ist dann hier auch mal integriert tatsächlich. Und hier habe ich dann natürlich wieder Shops ohne Ende. The Collection hier. Handtaschen. Ja, was man so braucht, ne? Wenn man die Handtasche vergessen hat, wobei, siehst du, ich bin zu pragmatisch. Ich würde nur eine Handtasche kaufen, wenn ich sie vergessen habe. Ja, die meisten kaufen sich eine Handtasche, weil sie schön finden. So. Das ist der Unterschied. Ja, da bin ich zu pragmatisch für sowas. Hier ist dann das Café Promenade. Location, die im Reisepreis enthalten ist. In jeder Hinsicht. Also auch, hallo. Also auch der Kaffee, den es da gibt, das ist dann aber nur
Filterkaffee, der ist aber ganz gut. Oh, guck mal, es scheint also hier diese Kürbiskernbrötchen, die scheint jetzt überall, es scheint der letzte Schrei zu sein. Wahrscheinlich flottenweites Ausrollen des Kürbiskernbrötchens, aber die hätte ich gefühlt noch nie gesehen. Ja. Also wer mir das Gegenteil beweist und einen Videoausschnitt zeigt, wo ich das schon mal gezeigt habe, ihr seid herzlich eingeladen. Alles kostenlos, in der Regel lange geöffnet hier. Fragt mich nicht wann, wie lange, ob es zwei oder so. Aber hier ist schon irgendwie einiges los auf dieser, ja. Ich habe echt das Gefühl, heute es wird der Never-Ending-Live-Rundgang, der gar nicht mehr endet, weil wir haben da oben ist auch noch so viel. Also gefühlt habe ich jetzt die Hälfte gezeigt, aber macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Next Cruise. Ich schreie so, was nicht gut ist bei dem Mikrofon. Ich will euch gar nicht anschreien. Also, eben, ja, das ist dann der Ort, wo ich dann hier die nächste Kreuzfahrt buchen kann. Idealerweise natürlich mit Royal Caribbean. Was man sich bei Royal Caribbean aber auch immer bewusst sein muss. Dieses Schiff, was wir hier sehen, ist natürlich, hallo, ist natürlich das Neueste. Es ist das Beste, es ist das Tollste. Natürlich gibt es auch noch drei baugleiche Schiffe. Aber ansonsten ist es so, dass ich in der Flotte ansonsten Schiffe habe, die so ganz anders sind. Deutlich einfacher, ja. Also da darf ich jetzt nicht damit rechnen, dass es so, wie es hier ist, nun überall ist. Ja, hier kann ich dann einen Logo-Artikel kaufen. Also wenn ich nun sage, okay, ich will den Lieben zu Hause eine Freude machen mit einem Cap von Royal Caribbean. Vielleicht gibt es jemanden, der sich darüber freut, dann kann man das da kaufen. Ah ja, hier Sorrento. Da gibt es dann klassisch die Pizza. Ich muss gleich doch mal Wasser trinken, weil ich wirklich langsam so ein bisschen dehydriert bin, gefühlt. Ah ja, so, ich weiß gar nicht, ob hier rund um die Uhr geöffnet ist, aber wobei um 4 Uhr morgens will man auch keine mehr essen, aber gefühlt ist hier ewig geöffnet und gefühlt, es ist auch im Reisepreis enthalten und, ja. Aber gut, das kann man gut machen, hier mit der Pizza mal so zwischendurch. Wobei man ja auch sagen muss, dass jetzt amerikanische Reedereien jetzt in der Regel nicht so dafür bekannt sind, so die beste Pizza auf den Weltmeeren zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Kappa in Kettle. Also man neigt so ein bisschen dazu, das hier jetzt so alles im Schnelldurchlauf zu machen, weil man so denkt, mein Gott, so viel kommt noch. Kappa in Kettle. Was mag das hier sein? Also eine Bar ist klar, aber Kappa in Kettle. Also Pub hätte ich jetzt nicht gesagt, Kappa and Kettle. Also man sieht, es ist nicht alles selbsterklärend. Kappa and Kettle. Man hört auch schon hier gute Stimmung, weil laute Musik. Also ja, das ist schon so. Ah ja, hier auch wieder Shop. Ah, ich muss gerade mal, genau, wir gehen jetzt ja... Gehen wir wieder nach vorne, ne? Oder? Weil da sind wir raufgekommen aufs Schiff. Doch, da gehen wir nach vorne. Ja, egal. Also hier ist sie, hallo. Hier gibt es, glaube ich, hallo. Welcome to Symphony, welcome to Bolero's Bar. Ah, Bolero's Bar. Thank you. Latino's Bar. Is it for Mojito also? Yeah, Mojito. A lot of mojitos. Yeah, yeah. Also das ist hier meine Bar, denn es gibt hier Mojitos ohne Ende. Also das ist auch ein Konzept, meine ich, auch schon gehabt zu haben auf den anderen Schiffen. Also klassische Mojito-Bar. Ja, ach so, ja genau, wir sind vorne, da ist wieder das Theater. Mhm. Ja, ja. Wie mache ich es am geschickt? Ah ja, ich weiß jetzt. Ah, hier. Das muss man auch sagen, es gibt hier einen echten eine echte Starbucks-Kaffeebar. Das ist anders als bei AIDA. Bei AIDA ist es nur so, da ist es wie Proudly Served Starbucks. Also die haben quasi eine Lizenz, um den Kaffee zu verwenden, aber das ist kein echter Starbucks. Das hier ist ein echter Starbucks. Wobei, jetzt muss man sagen, ja, also so richtig im Jahr 2018 haut einen das auch nicht mehr um, ein echter Starbucks. Nachdem du denkst, so, ja, who cares, so, ne? Also das ist jetzt auch nicht mehr so die ganz große Nummer mit echtem Starbucks. Aber klar, die Amerikaner lieben natürlich dann, den Kaffee zu kriegen, den sie irgendwie auch zu Hause kriegen. Ein Flat White, mein Lieblingsgetränk hier. 4,95 plus 19% Service Charge oder was. Müsste auch hier bei Starbucks sein. Ja, aber gut, das auch, ne? Seit Jahren hier im Einsatz. Und auch da gilt natürlich wieder, okay, das ist für die Reederei ganz gut. Ja, weil sie dann damit mehr Einnahmen erzielen.
als wenn es jetzt irgendwie eine normale Kaffeebar wäre. Ne? Weil sie dann auch sagen, so okay, wir können mehr Geld nehmen, weil es eben der Markenkaffee sozusagen ist. Was war das jetzt hier, TV-Studio? What is the name of this location? It's on air. On air, like a TV studio, yeah, karaoke? We're doing the trivia, bingo, mostly the karaoke. Also Karaoke, Quiz, Bingo, sowas findet dann hier statt. Aber man sieht halt gar nicht so richtig riesig jetzt, ne? Ja, wenn man sagt, so viele gibt es auch gar nicht, die gut singen können, deswegen machen wir es gar nicht so groß. Ja? On air. Das Ganze also auch mit DJ-Möglichkeiten, kannst du im Grunde auch so Kinderdisco oder so, kannst du auch machen. Also ja, man ist wirklich, also man sieht, was so die Vielfalt an Locations angeht, es ist der reine Wahnsinn. Ja. So, wir schleichen uns hier mal an den Shops vorbei, weil es sind halt dann doch nur Shops. Ich möchte aber wirklich gerne mal was. Also, wie gesagt, so lang wie heute war es lange nicht, aber gut. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber sollten wir jetzt gleich doch schon, sollte es doch langsam dem Ende entgegen sein? Das könnte wohl sein. Also es besteht Hoffnung. Jetzt müsste man hier mal hochgehen können. Ja. Also gucken wir mal. So. Ich hoffe, dass YouTube nicht die ganze Zeit diese Musik erkennt. Weil wenn nämlich Musik zu laut zu hören ist, dann gibt es kein Geld mehr für das Video. Also man kann nur Werbung schalten, wenn die Musik nicht zu laut ist. Und sonst kriegt das Geld nämlich der Komponist hier von dem Song. Was völlig zu Recht, aber ja, ich hätte gerne auch das Geld. Weil ich habe ja auch die Arbeit gehabt, also von daher. So, eine weitere Bar namens. Ja, das ist halt der Effekt, das weiß man, hallo. Das weiß man halt dann nicht, wenn man das vorher so nicht angeguckt hat. Also sagen wir mal so, es ist eine, ach hier ist Schunas Bar, nee. Schunas Bar, gibt's das hier? Also das sieht ja halt ja so maritim aus, ja, mit Segelbooten oder so. Also es gibt bei irgendeiner anderen Reederei gibt es dann Schunas Bar. Ich glaube aber, das war nicht Royal Caribbean. Nee, das ist nicht. Loyalty Desk ist es nicht. Aber Schunas Bar wäre doch ein schöner Name, oder? Also es würde zumindest zum Interieur passen, ja. So, bevor wir dann gleich rausgehen auf die Royal, auf den Boardwalk, gucken wir auch hier nochmal. Was kann ich hier machen? Hier kann ich nur einen Ausflüge buchen. Ja. Oder aber auf diesem Bildschirm kann ich mir nur meine Fotos angucken, die der Bordfotograf von mir gemacht hat. Das Ganze vermutlich nicht ganz günstig, ja, wie man das so kennt auf amerikanischen Schiffen. Weil die Amerikaner, die Zahlungsbereitschaft für so ein Foto liegt auch da höher als ja, zumeist bei den europäischen Kunden. Ne? Deswegen nehmen sie dann eben auch halt den Preis, der eher der Amerikaner bereit ist zu zahlen. Wo der Deutsche sagt, ja, seid ihr bescheuert. Ja? Aber also wir reden da so von vielleicht $20 pro Bild oder so. Ne? Und das ist halt natürlich eh immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich natürlich es jedem Kunden aus den einzelnen Quellmärkten, wie man so schön sagt, also aus den unterschiedlichen Ländern, da kann ich es nicht jedem recht machen. Ne? Also man muss dann halt sagen, okay, hier geht es amerikanisch zu. Ach so, ja, ich müsste eigentlich kurz nochmal auf den Plan gucken, weil sonst sind wir hier nämlich schon am Ende. Also ich muss kurz nochmal, oh, laut. Ich muss kurz auch nochmal auf den Plan gucken, ob wir was vergessen haben. Jetzt ist hier kein Plan, doch. Oh. Also ja, Boardwalk und Aquatheater, kommt das noch? Sind wir wirklich jetzt hier am Ende? Ja, tatsächlich. Oh nein, nee. Von wegen, wir haben Vitality, ich wusste ja, irgendwas war. Das gucken wir uns nachher nochmal losgelöst an. Vitality Spa, das ist nämlich auch hier auf Deck 6. Aber jetzt gucken wir uns nochmal den Boardwalk an und versuchen da, dass es da nicht zu laut ist. Und dann springen wir einfach von da nochmal ins Spa. So, also Boardwalk. Ja, so ein bisschen auch so eine Traditionsgeschichte in Amerika. Ne? Wenn ich in Kalifornien so an Orten bin, an der Küste, da habe ich dann einen Boardwalk, also meistens so ein Steg, der ins Wasser geht, wo dann so Karussells oder so sind und ja, wo ich dann was essen kann. Wieder nämlich auch hier. Hallo.
Das ist heute hier alles speziell, aber eigentlich habe ich hier halt die, wie heißt das hier nochmal, Hotdog, die Hotdog-Geschichte hat hier bei unseren Namen, Boardwalk, Dockhaus heißt das. Genau, hallo. So. Ja, also hier habe ich dann unterschiedliche Hotdogs. Das sind jetzt andere Hotdogs als bei Ikea, aber die auch im Reisepreis tatsächlich enthalten. Es ist jetzt hier also nicht so die dänische Geschichte. Und hier ist dann also das Karussell. Ja, mittlerweile, man sieht, ist doch etwas voller geworden. Etwas voller geworden. Genau. Oh. Schnell hier rein. Ah, das ist ein neuer Laden hier. Sugar Beach. Sugar Beach. Also hier lagern 10 Milliarden Kalorien in einem Raum. Ja. 10 Milliarden Kalorien an einer Stelle. Ja. Das alles gegen Aufpreis. Auch Eis. Oder aber irgendwelche Souvenirs kann ich hier kaufen. So. Da sehen wir schon die Ultimate Abyss wieder. Die Ultimate Abyss, die rutschen. Man merkt schon, meine Konzentration ist langsam so ein bisschen nach. Wir gucken da mal rein, ich kann aber nicht reden. So. Ja, wirklich laut. Wirklich laut. Also. Ja, das hat man hier auch nur neu gemacht. Das gab es hier an dieser Stelle bislang nicht. Bislang gab es hier, glaube ich, dieses Sabor-Restaurant. Ja. Kommen wir jetzt hier raus oder müssen wir... Ah, ne, hier geht's, hier ist gar keine Tür. Wo geht's da lang? Ach so, da geht's eigentlich... Ach, oh, guck mal, Sesam, öffne dich. Ah ja, klassische Sportsbar hier. Wo ich dann mit dem Abstieg des Hamburger Sportvereins zugucken kann. Nee, ich glaube, Fußball-Bundesliga gibt es hier nicht. Shuffleboard kann ich spielen. Aber Kegelbahn haben sie hier nicht, ne? Nee. Kegelbahn gibt es hier nicht, ja. Ach so, aber guck mal, so Snacks oder so gibt es hier auch. Also wer jetzt noch wieder erwarten Hunger verspürt. Hier ist er richtig. Ach, dieser Lärm. Aber was haben die hier denn aufgebaut? Das ist natürlich was, was es so hier nicht gibt sonst. Das sieht mir nach so einem... Oh, das scheint so ein Schokoholic-Buffet zu sein. Mit Cheesecake-Lollis, dem letzten Schrei. Wir gehen einmal dann auch rüber zu Johnny Rockets Hamburger. Oh, nee, das ist ja, man kennt ihr das. Man glaubt, es sei Cheesecake. Es ist leider was, was ich gar nicht mag. Es ist Marshmallow. Also, ja. Bin ich jetzt, darf ich das? Na, wobei, komm, ich esse jetzt auf. Also, nicht, dass es wieder Beschwerden gibt, sondern du schmeißt alles weg. Nein, nein, Food Waste Reduction ist das Stichwort. Kriegt man nach einem schon einen Zuckerschock hier. Johnny Rockets, Entschuldigung, voller Mund. Johnny Rockets, Burgerkette in den USA, eben auch hier an Bord am Start, gegen Aufpreis. Oh, jetzt ist die Musik auch zu Ende. Gegen Aufpreis. Ich weiß gar nicht, ja, jetzt haben sie hier auch wieder diese Karten, wo überhaupt gar kein Preis draufsteht. Ich weiß nicht genau, ob man da per Item bezahlt oder ob man eine Pauschale bezahlt. Ich glaube, mittlerweile zahlt man pro Burger. Was früher mal anders war, aber ich bin nicht sicher. Nagelt mich nicht drauf fest. Ja. So, bekomme ich also Burger. Guck mal, da esse ich da diesen Marshmallow-Kram, während die besten Sachen hier liegen. Also ich würde mir mal erlauben hier, das ist ja der Hammer. Aber das gibt es auch sonst hier nicht. Das haben sie sonst woher geholt hier. Also das gibt es nicht hier in dieser Location normalerweise. Hier ist halt Burger und also das ist ja... Man soll viel Obst essen, auch bei der Arbeit, oder? Ich liebe ja Himbeeren über alles. Thank you. Und hier ist jetzt der Auslauf
from the Ultimate Abyss. Also, hier kommt man dann an, hier in diesen Säcken. Hier kommt es jetzt an. Oh, no, no, is it still in function? Is it in function? Ja, yeah, in function. Oh, ja, ja. Mhm. Das heißt, gleich kommt jemand rausgeschossen. Man muss sagen, es ist überraschend schnell und man hat hier halt auch entsprechend Personal. Es ist wirklich sehr schnell. Also das ist eine der schnellsten Rutschen, glaube ich, in denen ich, auf denen ich war in meinem Leben. Also mal gucken, ob hier gleich jemand kommt, aber immer wenn man drauf wartet, kommt keiner. Ich sagte gerade oh, weil im Hintergrund ist das Aquatheater und jemand ist da oben ins Wasser gesprungen. Das ist natürlich auch der Wahnsinn. Also gut, wenn jetzt keiner kommt, können wir jetzt auch nichts machen. Aber das ist einfach, ne? Ja, man muss einfach sagen, hier diese ganze Konstruktion, es ist der Oberhammer. Ne? Dieses, ja. Und wie gesagt, es ist das, was ihr bezahlt, ne? Ihr zahlt nicht jetzt unbedingt dafür, das beste Essen auf See zu haben, so das bieten sie nicht, sondern es ist halt aber dieses perfekte Unterhaltungserlebnis, so, ja, dass man sagt, so, das ist so die Geschichte, das ist so der USP, wenn man so will, halt, das Wow, also der USP ist ja das Unique Selling Proposition, also der Punkt, den es wirklich einzigartig macht, so. Das ist halt das Wassertheater, Aquatheater, gucken wir mal hoch, ups, gegen die Sonne, wobei, und da sprengen dann welche runter, eben in das Wasser, und das nicht einfach nur so. Das ist normalerweise in irgendwelche tollen Shows eingebettet, wo man dann halt mit fliegenden Menschen hier zum Teil zu tun hat. Ja, hier sieht man schon, da ist so ein Geschirr. Da kann dann jemand vermutlich fliegen oder so. Naja, das ist schon der Hammer. Ach so, ja, am Rande, es gibt da auch noch so eine Kletterwand. Ja, tatsächlich, Kletterwand gibt es auch. Aber das gibt es ja bei Royal Caribbean auch schon lange, ja. Aber dieses Aquatheater, ne, und dann hier so zu sitzen irgendwie, also am Abend bei 23 Grad, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, Teil 1. Ich würde sagen, wir haben hier wirklich alles unfassbar erstmal abgefrühstückt sozusagen. Und jetzt springen wir mal, da machen wir mal einen Cut und gehen dann mal rüber ins Sport and Spa. Und angekommen auf Deck 6 ganz vorne, Vitality at Sea, Spa und Fitness Center. Da wollen wir natürlich auch nochmal reingucken. Ja, denn so wellnessmäßig haben wir jetzt noch gar nichts gesehen. Mal gucken, ob wir jetzt hier auch ausnahmsweise mal so in so Saunas oder so kommen. Das ist ja immer schwierig sonst zu filmen. Aber heute besteht für alles eine gewisse Hoffnung. Aha, hier gibt es gesunde Dinge. Zum Beispiel frisch gepressten Orangensaft. Sowas natürlich dann immer nur gegen Aufpreis. Das sieht man schon, hier ist also schon das Kartenterminal. Also da muss man dann immer unterschreiben. Nicht auf irgendwelchen Zetteln oder so. Nee, das wird ja alles digital. Ach, guck mal hier. Und die flottenweite Einführung hier des Kürbiskernbrötchens, also wird hier wahrscheinlich gefeiert heute. Ja, deswegen gibt es überall das Kürbiskernbrötchen. Das haben die vielleicht so entdeckt. Vielleicht war da mal jemand so in einem deutschen Hotel und hat dann da, ein Manager von Royal Caribbean, hat dann da dieses Kürbiskernbrötchen gegessen und sagt, we have to bake it on board. Ja, so läuft sowas ja meistens, ne? Also, das Kürbiskernbrötchen. Ah ja, wir versuchen hier mal. Das sind jetzt normalerweise, verbeugen die sich dann gleich so sayonara, genau. Ne, normalerweise. Nö, heute nicht. Ach, hier gibt es Free Massage sogar, genau. Das wäre jetzt auch noch was, aber ich soll ja arbeiten. Mir wurde übrigens gerade schon gesagt, hier, was die Zeit angeht, haben wir einen neuen Rekord eingestellt. Der Live-Rundgangsrekord von 1 Stunde 45 ist gebrochen. Das wird dann nur noch, Medispa, das wird dann nur noch wahrscheinlich von Aida Nova zu schlagen sein. Ja, jetzt sind wir in der Sackgasse. Ah, nee, hier klingt es so hallig da unten, als ob dann da irgendwie eine Sauna ist oder so. Also könnte ich mir vorstellen. Sauna, ja, auch immer wichtige Frage oder häufig gestellte Frage. Hier auch nur gegen Aufpreis. Ne? Das ist jetzt nichts, was ich hier jetzt im Reisepreis enthalten habe. Ja, das ist eben so. Und ach ja, bitte Sauna bei den Amerikanern mit Badehose. Auch wichtiger Punkt, wo dann die Leute mal sagen, so, das ist eklig. So, ja, das sind halt so ein bisschen so die anderen, hallo. Very good, very good. Is sauna, is it open for to have a look at? Yes. Yeah, is it here? Do you know where it is? No. Is it? Oh, yes, yes. Okay, so we are not really live, but we are live on tape, so. Okay, that's fine. Okay, so what is the day pass? How much is the day pass? At the moment, the day pass is $79. Okay. Until we get to Barcelona. Okay. Ah, yeah, yeah, okay, day pass. Yeah. 79, thank you. Enjoy. Danke, danke. So.
$79 pro Tag? Wie? Ich wollte das Schiff nicht kaufen. Aber naja, so, das ist aber was immer mal auch sich verändert, so die Preise. Man guckt dann daheben, was ist für ein Preis realisierbar? Sie wollte uns doch in die Sauna bringen. Ach so, das ist dann hier Steam Chamber. Die Dampf. Oh Gott, jetzt. Oh, ist hier jemand drin? Nee. Das wäre ja peinlich, wenn der CEO irgendwie in der Sauna sitzt und ja, der denkt, will seine Sauna mal ausprobieren, aber nee, so wir sehen, guck mal, hier ist natürlich besser. Ah, ja, aber man, also wenn man so die Riesensaunen dann so sieht, irgendwie auf deutschen Schiffen, so ich weiß nicht, so mein Schiff, 3 bis 6, ich glaube Platz für 70 Leute oder so, ja, da ist es natürlich hier so, ja, denkt man so, auch kleines Hotel oder so. Das ist alles, aber das kann das hier nicht mit den 79, also oh, Tür zu, das kann damit nicht gemeint sein, muss man sagen. Also da muss noch mehr dazugehören. Na gut, Tropical Rain Shower. Das ist jetzt vielleicht ein schöner Höhepunkt hier für den Abschluss des Rundgangs, aber nochmal die Tropical, das ist jetzt alles. Da muss doch jetzt hier irgendwie noch so Thermalbad oder so, gehört doch da normalerweise zu, mit einem Thalassotherapie-Pool. Aber das kann nicht sein, das kann ich. Warte mal. Das kann eigentlich nicht sein. Aber es ist so ein bisschen auch hier als. Hallo! Das kann auch so ein bisschen vielleicht so als Irrgarten, aber. Geht hier jetzt wieder Alarm los? Nee. Ah, weil der Punkt ist, also wenn es ein Thalassotherapool gibt, möge man mir das verzeihen. Ach, guck mal, siehste, wie ich diese Schiffsklasse doch kenne, wusste ich, dass man nämlich von dieser Laufbahn hier kommt in das Fitnessstudio tatsächlich. Und das ist ja das, was es auch noch fehlt. Also möge es einen Thalassotherapeut begeben, möge man es mir verzeihen, dass ich ihn nicht gezeigt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für $79 am Tag nicht nur die Sauna ist. So, ja, der Ort. Hier ist noch gar nicht geöffnet, hätte ich beinahe gesagt. Aber hier ist überhaupt gar keiner. Doch, einer ist da. Also, das ist ja, das ist das Fitnessstudio mit all den üblichen Dingen. Ach guck mal, hier sehr praktisch, hier steckt überall schon immer ein Handtuch. Das ist ja auch praktisch, muss man sich das gar nicht irgendwo abholen. Hat man jetzt hier irgendwas Besonderes vielleicht, was ich noch nicht kenne von irgendwelchen anderen Fitnessstudios? Ja, also sagt der eine oder andere von euch, siehst du aus, als würdest du dich in Fitnessstudios auskennen, ja? Aber es ist ja schon so, allein, ich wollte sagen, lebt der noch? Nee, der bewegt sich gar nicht da, der da. Ein Plank oder was macht, nee, ein nach oben schauender Hund oder so. Yoga, nee, ich will ja keine Leute aus der Nähe zeigen, macht man ja nicht. Ja, also insofern, komm, jetzt gehen wir hier nochmal rum. Das ist so, nach 2 Stunden fehlen die Worte. Das sind die, ist der Moment, wo die meisten Leute entnervt schon abschalten. So nach dem Motto, nein. Aber nach 2 Stunden ist wirklich schwierig, da noch was fundamental Neues zu erzählen. Ja, also auch Laufband. Laufband finde ich tatsächlich sogar mittlerweile mal ganz nett, habe ich früher nie gemacht. Ich mache dann erst manchmal immer so, doch, also ich mache ja neulich wieder Sport, man sieht es noch nicht, aber man wird es bald sehen, wahrscheinlich in 3 Monaten, wenn irgendwie das Hemd so gut sitzt wie nie zuvor. Da mache ich High-Intensive Intervalltraining, das ist ganz cool eigentlich. Ja, das ist gewesen, das ist der große Live-Rundgang über das größte Schiff der Welt. Das ist die Symphony of the Seas und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch hier mal die Variante hier mit zwei Kameras. Vielen Dank an den Kameramann, an André, vielen Dank. Ja, und wenn ihr mal Angebote checken wollt von der Symphony, guckt euch das Ganze mal an. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder und vergesst den Daumen nach oben nicht. Also bis dann, tschüss.